Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der ETH Zürich begrüße ich Sie zu dieser Tagung mit dem Titel Security Technologies Enabling the Future from Blockchains to IoT. Mein Name ist Andreas Hirstein, ich bin Redaktor bei der NZZ am Sonntag und leite dort das Ressort Wissen. Dass es um die Computersicherheit oft nicht gut bestellt ist, das weiß man schon, wenn man die Zeitung aufschlägt. Es vergeht fast keine Woche, in der man nicht von größeren Datendiebstählen lesen kann. Und betroffen sind dabei nicht nur kleine Unternehmen, sondern durchaus auch große, zum Teil Weltkonzerne. Und als Laie fragt man sich dann zum Beispiel gerade vielleicht noch den Fall von Equifax vor 2 Wochen in den USA. Der Finanzdienstleister, wo die Daten von 140 Millionen Kunden betroffen waren. Das ist jeder zweite Amerikaner. Und da kann man sich ja fragen, wie ist es um die Datensicherheit bestellt? Ist das ein Problem, das überhaupt lösbar ist? Sind solche Fälle auch in der Schweiz möglich? Oder was tun Schweizer Unternehmen gegen den Datendiebstahl? Und welche Ideen entwickeln die Hochschulen, um das zukünftig zu verhindern? Oder vielleicht lässt es sich ja gar nicht verhindern und ist prinzipiell zu akzeptieren, dass wir hin und wieder mit solchen Fällen konfrontiert sind. Und in dem Fall sollten wir dann vielleicht den Ratschlag eines früheren NSA-Kryptologen berücksichtigen, der empfohlen hat, wir sollten uns erstens keinen Computer kaufen, wir sollten ihn zweitens nicht einschalten, wir sollten ihn drittens nicht benutzen. Das ist vielleicht keine Option für uns hier und deswegen müssen wir nach Lösungen suchen und optimistisch sein und deswegen bitte ich jetzt einen bekannten Optimisten auf die Bühne. Professor Lino Guzella, den Präsidenten von der ETH Zürich. Bitte, Herr Guzella. Ja, danke, Herr Hirstein. Manchmal wird man zum Optimisten verurteilt, da kann man gar nicht anders. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch im Namen der ganzen ETH zu diesem Digital Festival Anlass Cybersecurity. Wurde ein bisschen verdrängt in den letzten Tagen von Irma und José und wie die alle heißen, diese Hurricanes und die abgebrochenen Gletscher haben auch die Zeitungsspalten gefüllt, aber eben trotzdem, es bleibt eine der großen Herausforderungen. WannaCry haben Sie ja schon erwähnt und andere auch. Für mich auch interessant sind diese politischen Ramifikationen, wenn da in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, vielleicht jetzt dann auch in Deutschland Einfluss genommen wird in die politischen Entscheidungen durch irgendwelche Mächte, dann ist das schon sehr, sehr bedenklich. Ich bin zuversichtlich allerdings, dass die Bundesratswahlen am 20. September ohne diesen Einfluss ablaufen werden. Die Hochschulwelt ist auch Zielscheibe. Wir haben tausende von Hackerattacken. Wir haben auch Serious Incidents gehabt in letzter Zeit. Ich habe da mir von anderen Universitäten sagen lassen, dass sich das also in den letzten paar Jahren verdoppelt, diese Attacken. Und was soll man jetzt machen in so einer Situation? Lähmen lassen, einschüchtern lassen? Ich denke, das ist nicht das Richtige. Man soll genau das machen, was wir schon immer gemacht haben an der ETH, das als Chance begreifen, Chance für gute Wissenschaft, Chance für gute Lehre und Chance für neue Spin-off-Firmen, wo man auch noch Geld damit verdienen kann. Mit dem kann man in dieser zunehmend vernetzten Welt, ich habe mal gesagt, der Welt wächst im Moment ein Nervensystem. Dieses Nervensystem braucht eine Sicherheitsmaschine, ein Autoimmunsystem und das müssen wir halt auch bauen. Und die ETH hat sich von diesem Hintergrund schon vor vielen, vielen Jahren entschieden, in dieses Gebiet zu investieren und heute diesen Anlass durchzuführen. Mein Kollege Sergeant Chapkun wird nachher einen Einblick geben in die aktuelle Forschung auf dem Gebiet der Systemsicherheit. Renato Renner, ein Kollege aus der Physik, wird dann ein bisschen über quantenmechanische Kryptographie erzählen, schauen, was da für Potenziale vorhanden sind. Wenn das wirklich großtechnisch funktioniert, könnte das ganze Businessmodelle umkehren. Forschung, gerade im Bereich Informationssicherheit, braucht einen Austausch zwischen Industrie, nicht nur, aber auch mit der Industrie. Und darum hat die ETH auch schon vor vielen Jahren, 2003, das Zurich Information Security and Privacy Center gegründet. Vor 2 Jahren wurde es noch einmal so richtig vergrößert, wo wir mit diversen Industriefirmen, Industriepartnern sehr intensiv zusammenarbeiten.
Und auch ein weiteres Beispiel davon ist dann die Panel-Diskussion, wo Industrievertreter dabei sein werden und uns erzählen werden, was ihnen den Schlaf raubt. Nun, zwei Spin-off-Firmen der ETH sind heute auch hier, das freut mich sehr, werden ihre Geschäftsideen vorstellen. Wie Sie vielleicht schon wissen, wir haben in den letzten 20 Jahren, würde ich meinen, eine massive Veränderung an der ETH durchlaufen, im Sinne, dass neben hervorragender Lehre, Weltspitzenniveau, Forschung, auch der Aspekt der Unternehmensgründung immer wichtiger geworden ist. Wir sind mittlerweile bei etwa 25 Firmen, die jedes Jahr aus der ETH ausgegründet werden, immer mit ETH-IP. Wir zählen also nur Firmen, die Patente, Lizenzen von der ETH benutzen. Und viele dieser Firmen, fast die Mehrzahl, sind mittlerweile im ICT-Bereich. Gut, das war alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag, einen befruchtenden Nachmittag und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Guzella. Wir kommen zu unserem ersten Fachvortrag heute von Serjan Kapkun von der ETH Zürich. Er ist Professor am Departement für Computer Science der ETH. Er hat in Split studiert, später an der EPFL promoviert und an der University of California geforscht, sowie an der TU Dänemark. Er beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Themen in seiner Forschung und wird heute über die Blockchain berichten. Das ist also die Technologie, die Grundlage der Kryptowährung Bitcoin bildet und von der man sich verspricht, dass sie auch viele Prozesse in der Wirtschaft in Zukunft sehr viel effizienter und auch sicherer machen könnte. Und dann auch, sodass Prozesse automatisiert durch sogenannte Smart Contracts ablaufen können. Herr Kapkun wird uns jetzt das genauer erklären. Danke. So thank you for spending these 10 minutes with me. I'll try in 10 minutes to cover a pretty substantial topic. So the as you have probably heard, the first thing that comes to people's minds when they think about security are data leaks, right? I mean, we saw now Equifax in the US leaking a lot of data of US residents and citizens, and we see these kind of leaks happening all over, medical data and so forth. But what is somehow subdued and is clear to people a little bit less is that actually integrity is much more important. What is integrity, right? Integrity is about data not being modified after you have left it somewhere. So imagine that you leave your PC on your table on Sunday and you come back in the evening after a very nice walk. Are you sure that the data on your system hasn't been modified, right? And the same thing applies to your pacemaker, the same thing applies to your car. You know, has the software or data on any of the systems that you know of been modified? Maybe the pictures of your kids from 10 years ago are no longer the same because someone hacked into your system and put a smiley face on each of them. Maybe you haven't noticed. Maybe you will notice eventually. Maybe you will never notice because the modifications were subtle. So these kind of integrity violations are super important in financial industry. You want to know who is paying to whom. When you execute a payment, you don't want someone to change the amount or the destination. You also want to clearly protect election results. Maybe you're less sensitive about someone knowing who you voted for, but you're very sensitive about someone modifying the outcome of the elections. So clearly governments are actually very sensitive to that. And the failure of today's technologies to provide proper integrity protection is actually holding back services. Confidentiality, not so much. We are deploying services and we are sort of happy to live with some loss of privacy as long as the systems keep on running as they are supposed to. But we are not really happy if to use an election system where the results can be modified by a foreign power or an internal adversary. So we need to fix integrity, and that brings me to the topic of today, and that's blockchains, because blockchains are essentially good for that one thing. They are good for integrity. Actually terrible for confidentiality, but we'll come back to that. So what is a blockchain, right? A blockchain is simply a set of people or a set of computer systems that have decided to agree on
on a common view of the world. So what they do is that each time that something happens, in this case a financial transaction, Bob wants to send some money to Alice. This message that Bob wants to pay to Alice is broadcast to all the participants in this system. They all then agree that this is an event, they store it locally, and they move on to the next state. Now, that's as much as it is, right? There is some interesting crypto and technology behind it, but that's what you want to achieve, right? You want that everyone knows which transaction came first. So did Bob pay first to Alice and then to Eve, for example? Did Alice receive something before from Bob so that she has enough money to pay, and so forth? You need an order of events to be preserved. Again, you're talking about integrity, right? You want to protect the integrity of the order of events. So every node should have the same view of the ledger. And that's something that blockchain technologies have been trying to do. And we have Bitcoin and Ethereum and other systems floated around that are trying to achieve exactly that. So it's a complex design space. So it's a very complex design space exactly because of the issues that I just mentioned. So we need to have a large number of nodes agreeing on something, and this process is very slow. And that's why today when you run Bitcoin, you can only have few transactions executed per second. You cannot have millions of transactions being executed per second, because if you want to broadcast to everyone on the planet, or at least to the participants in this chain, that an event happened, well, this takes time. Everyone needs to agree, everyone needs to store, everyone needs to be on the same page. And as you know, if you have more than five people in the room, you cannot get them on the same page, let alone many systems, out of which some would like to cheat. So there are actually many different technologies that underpin these kind of blockchains. You might have heard of proof of work or Byzantine fault tolerant protocols. I'll come to them in a second. So blockchains are more than keeping state. Some people thought, well, okay, now we can keep state, but maybe we can go a step further and actually have things executed on these nodes. So all of these nodes are now keeping some state, but what we can do, we can maybe run the computation, a certain computation on all of these nodes, and then ask them if they agree with the outcome of this computation. Now, and that's the birth of the contract space, where we have contracts that will automatically be executed on this blockchain. You will take these thousands of nodes and you will tell them, hey, if Bob's plane is late, please pay him 100 Swiss francs. And now this completely changes the trust model in this world. Why? Because we have a blockchain. A blockchain is this large distributed entity that will, in any, under all circumstances, even if the insurance company doesn't want to pay, will execute a payment to Bob if his plane was late. So we are changing a trust model. I no longer have to trust an insurance company, which might be a big insurance company, to pay me for my plane being late. I can put a contract on a blockchain, which is a distributed set of nodes that I trust, because a lot of them are running already for some time. So there is no incentive for now suddenly all of them not to execute this contract, and they will always execute this contract. If my plane was late, I get my 100 Swiss francs. This means that suddenly this insurance company no longer needs to be a big insurance company, but could be any of you. So I could issue an insurance for you, and since there is a guarantee on a blockchain that you will be paid, you don't care from whom the insurance comes from. You only care about being paid if your plane is late. So you don't have to go for a reputable insurance company. So this is sort of a blockchain ecosystem in a very, very short nutshell. So what is our research in this space? So we were wondering, okay, how does a blockchain know that Bob's plane was late? And this is actually a very fundamental problem in blockchains, right? How do you get real-world data, real-world information into a blockchain? So you can say, well, I'm going to go to a website of Zurich Flughafen and I'm going to check if Bob's plane was late. But guess what? How the internet works today, your secure TLS connections and your websites and so forth, they don't provide actually signatures or what we call non-repudiation. So they don't provide statements of
planes being late that are signed and that cannot be spoofed by someone, right? The only thing that you can do, you can go on the website of Zurich Flughafen and take a picture and then present it as proof that the plane was late. But of course, pictures can easily be edited, so they're worth practically nothing. What you need is a digital signature over a statement that the plane was late. So we embarked on a project that we are almost completing now, and that we offer to the public to use. It's essentially an oracle. We offer it to companies to use. It's an oracle for blockchains that allows any website to be turned into an oracle for blockchains. So the only thing that I need to do is to install a very small addition that we offer, and then from that moment on, any information that they put on their site can be used within blockchain contracts. So this is a very powerful tool, because now if you put it on your website, I can then have a contract saying, if he publishes 5 papers this year, I will pay Lino 100 Swiss francs. I would actually like this kind of incentive schemes from ETH to maybe should have a vote on that at some point. So this is the kind of ideas that we are pushing now. It's an open source project. You can look at it now. So you can inspect the code. You can know that we are not really cheating here in any way. Right? After all, we are in security. We need to be paranoid. Another thing is, how smart are smart contracts? Right? So contracts are pieces of code. They're not very long. They can be a few hundred lines of code. They're written in a specific language that has been specified for example, Ethereum. There is a language in which you write contracts. Again, they don't have to be very complex. You'll see an example in a second. However, as all code, it's buggy. And it has costed some people a lot of money. So given small mistakes in the code in these contracts, what happened is that some companies that were running contracts allowed people to just withdraw money practically infinitely or a certain large number of times without fulfilling the conditions of the contract. So they were able just to be paid because they found a bug in the contract. Many such attacks happened, and since the initial coin offerings have been booming in the last year and have been reaching large sums and amounts, well, you want to protect these investments, right? You want to be sure that if you're getting millions in terms of investment through initial coin offerings on some sort of a blockchain, you want to make sure that this contract has no bugs. If I make a contract with you and it's stored in a blockchain, it's immutable. That's the whole idea of the blockchain. So we cannot go back and change this contract. This contract will get executed no matter what we say. Once that we put it there, that's the contract, not the legal stuff that you wrote aside. But what's in the blockchain will get executed. And since in the blockchains typically things are anonymous, potentially you don't even have a legal way to get out of it once that the contract executes. So a group of people at ETH actually came up with the first tool to formally verify Ethereum contracts. So this is the work by a group of Martin Vechev and a couple of his students and two of my students. They took this task and they said, okay, what we want to provide people with the certainty of having properly verified Ethereum contracts so that they are bug-free. Again, as you see, these contracts are not very, very long. So you can go online, you can take this tool, you can click on it, and then you can verify your blockchain contract. You can also contact these guys for more information about more in-depth analysis and more complex contracts by going to this page. So maybe I'll try to draw to an end because I don't have that much time. Do you actually need a blockchain? I always like to ask this question, right? I mean, everyone, so we are talking to many people in the industry and many people in academia, and people are now, these days, it's a little bit of a buzzword, so whenever you mention any problem, like my washing machine doesn't work, it said, like, put a blockchain on it, it's going to work again. So you get these kind of responses, and so we are thinking now, okay, do you actually need a blockchain? And I want you to think about this, right?
Do you need a blockchain? So why wouldn't you, if you need to protect the integrity of your data, why wouldn't you just store some unique, let's say, value associated with your data or some compressed, what we call hash values of your data in a centralized place? You might have a server in your company where you can say, okay, a digest of my data is going to be stored there, and this is how I'm going to verify the integrity of this data. Do you actually need to reach a consensus among many parties? Do you have this in the trust model of your business, right? Maybe you don't. Maybe what you need is just a better centralized database, but you're just not aware of it, and blockchain is a good excuse to maybe move your infrastructure forward. So if you intend to put data on a public blockchain, that causes really some danger, because blockchains are about maintaining a common ledger, which means sharing your data with others. Now, sharing your data with others clearly introduces confidentiality issues. So it's not such a clear case that you should go for a blockchain if you are worried about the confidentiality of your data. Even if this data is encrypted in some way, I would be worried about doing that. On the other hand, you can say, I'm going to build a private blockchain, and there might be reasons to build a private blockchain. There are projects like Hyperledger that are building private blockchains, but you have to also make a distinction that private blockchains are inherently much weaker than public blockchains. And the reason is a difference between proof-of-work-based blockchains, which have certain resilience that accumulated over several years of many users' computations, and Byzantine fault-tolerant kind of systems which have no such resilience built in, which rely on a much smaller number of nodes. You might go for trusted computing approaches that might strengthen your blockchain, and this is something that has been an active area of research in our group, so if you're interested in those kind of ideas, do approach me afterwards. So, should you have more redundancy and more robustness and protect your integrity? Yes, please do it. Because I think that few companies now can really know if the integrity of their data is actually protected. Should you build distributed systems for this? Probably yes, right? Because distribution of integrity values actually means higher robustness, because maybe one system fails, but the other one will not. Should you use a blockchain for it? Maybe not in your company, right? There are good examples where blockchain is used, but you really have to make the decision based on the type of business or a type of application that you're aiming for. So maybe to clarify one point that I've been pushing here with these integrity values. So it gets a little bit technical, but I couldn't resist. You know, I'm an academic. I'm always trying to push a little bit more technical content in these kind of talks here. So imagine that these transactions here are your data, right? What you can do is, even if these are terabytes and terabytes of data, what you can do is you can compute a Merkle hash tree, which is a technology that exists already for more than 40 years, over this data and get a unique root hash. And this root hash that sits on top there will always change, will be always different, even if a single bit of your data is different. Now, this allows you to get a digest of your data that uniquely can tell you if your data has changed. So imagine on Friday, you hash all your data, you get this single 160-bit value, you write it on a piece of paper, then you soundly sleep until Monday, you go back to your company, you rehash all the data, and you can check if the digest is the same. If the digest is the same, your data hasn't been touched. Of course, this works for slow-moving data like ownership or identities and so on. It might not work for, you know, very high-speed data, but I hope I convey the concept. Then you can take this hash and store it on a ledger, be it a blockchain or a centralized solution, which, you know, might look as terrifying as this, where you can say, okay, I might not need a ledger, I'm going to store my hash value in a very small server, and I need only 300 lines of code to build that server, because it just needs to maintain some hashes. And if you do that, you actually already increase the resilience of your system.
And I'm going to end with that with a pointer to a website of the Zurich Information Security and Privacy Center. And I really invite you to check it out. We have many videos, many interesting topics. Blockchains are not the only thing that we work on. We are working on many, many different topics, starting from GPS spoofing to securing the internet, so building new secure internet infrastructures. Over 60 people work in this center. So there's a lot of activity. Go there, check it out, get in touch. We are open for discussion, so thank you. Ja, vielen Dank, Herr Kapkun, für den interessanten Vortrag. Wir haben Zeit für einige Fragen. Was mich noch interessieren würde, ist der Rechenaufwand oder die Computerpower, die man für solche Blockchains braucht. Wenn es public, bei den Public Ledgers, da ist ja anscheinend die Datenbank auf der Maschine jedes Teilnehmers präsent. So, ist das nicht ein Hindernis ökonomisch und zu teuer eventuell? Well, that's what. So no one anymore actually mines. If you're talking about mining or maintaining the ledger, if you look at Bitcoin, no one actually mines on their own proper machines, right, or on your mobile phone, God forbid. I mean, that's not very, very successful. That will not be very successful. There are actually dedicated machines that are built for mining. Of course, the economic aspect, it seems to be still economical because some mining pools are still working on this and generating money. And of course, you always want to do it where the electricity is cheap because then the whole thing makes sense. The best thing would be to, you know, find the source of free energy, and then you are wherever you think you might find it. So initially, universities had issues with this, right? Because students would be mining mm-hmm. at the universities, which clearly provide free electricity. But these days, even that doesn't work anymore. You need dedicated machines that are stacked and optimized for mining. This gives you the best performance. It's a complex. I mean, longer discussion. Yeah. Thanks for the. Gibt es andere Fragen? I'll be around. Feel free to ask me questions. So. Dann nochmal vielen Dank, Herr Kapkun, für den Vortrag. Wir steigen jetzt etwas tiefer in die Physik ein. Herr Renner ist ebenfalls Professor am Departement für Computer Science der ETH. Er hat an der ETH Zürich und an der EPFL studiert und promoviert und anschließend an der Universität Cambridge geforscht, bevor er zurück an die ETH kam. Sein Thema ist, Herr Gutzeller hat es schon erwähnt, die Quantenkryptographie, also die Technik, von der man hofft, dass sie wirklich theoretisch 100% sicher sein kann und nicht unter den Problemen leiden wird, die wir heute haben. Und eine Technologie, die auch schon einige Nischenanwendungen errungen hat und die, so glaubt jedenfalls Herr Renner, die in Zukunft noch viel bedeutender werden kann. Und ich glaube auch in China herrscht die Meinung vor. Ich habe dieser Tage einen Artikel gelesen, dass China einen Satelliten gestartet hat, der quantenkryptografisch Signale über 1200 Kilometer übermitteln kann und sie wollen das dann auch in ihrer zukünftigen Raumstation integrieren. Bitte, Herr Renner. Danke. Ja, das ist richtig mit China. Also die Chinesen waren übrigens gerade letzte Woche bei mir in der Gruppe und wollten meine Doktoranden abwerben. Das ist ihnen zum Glück noch nicht gelungen. Ich werde jetzt also über die Quantenkryptographie sprechen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen überhaupt das Wort Quantenkryptographie schon also gelesen haben, wahrscheinlich schon, aber versteht. Ich hoffe, dass Sie es noch nicht kennen, weil es ist immer gut, wenn man etwas Neues erzählen kann. Die Quantenkryptographie setzt sich offensichtlich zusammen aus Quanten, das bezieht sich auf die Quantenphysik und die Kryptographie, wo es um Daten geht, insbesondere um die Geheimhaltung von Daten. Und es ist vielleicht bemerkenswert, dass wir diese beiden Bereiche kombinieren, die Physik und die Informatik. In der Tat, bevor ich studiert hatte, wusste ich nie recht, ob ich Physik oder Informatik studieren soll. Und ich glaube, das Gebiet ist ideal für solche Fälle geeignet. Vielleicht ging es Ihnen ja auch so, dass Sie mal so Entscheidungen fällen sollten. Ich werde jetzt mit der Physik beginnen, weil ich studierte letztlich auch Physik. Und vielleicht, wenn Sie in der Schweiz aufgewachsen sind, sind Sie wahrscheinlich nicht um die Geschichten von Globi herumgekommen. Und in der letzten Ausgabe der Globi-Geschichte
besucht, glaube ich, die ETH und wird dann durch eine wunderbare Maschine, die Sie hier sehen, auf die Größe eines Insekts verwandelt. Und das Bemerkenswerte dann ist, dass er dann die Welt ganz anders wahrnimmt. Das sieht er dann aus der Perspektive eines Insekts. Leider haben wir diese Maschine noch nicht an der ETH, aber wir haben Maschinen, die uns trotzdem erlauben, die Perspektive von Insekten einzunehmen oder noch von viel kleineren Wesen. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende an der Physik. Und ich möchte mit dem kurz starten. Wenn Sie, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht, mit Google Maps gespielt und geschaut, wie stark kann man da vergrößern. Und es ist bemerkenswert, wie stark sich die Strukturen dann verändern über die Größenordnungen hinweg. Und als Physiker möchte man natürlich jetzt irgendwo hinschauen, wo noch niemand hingeschaut hat und das noch viel weiter treiben. Das könnte so aussehen. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir noch weiter gehen? Das ist genau das, was wir tun. Wir möchten dort hineinschauen. Jetzt, was passiert, ist vielleicht etwas überraschend. Es ist so, dass im ganz Kleinen plötzlich die Gesetze, die wir uns gewohnt sind, von unserer Alltagserfahrung her, eben nicht mehr so gelten. Wir haben eigentlich ein sehr kleines Fenster auf die Welt, wenn wir so in unserem Alltag leben. Wir sehen nur gewisse Größenskalen. Wir sehen die ganz großen Skalen nicht. Wir sehen typischerweise nicht in Galaxienmaßstäben und auch die ganz kleinen nicht. Und deshalb entwickeln wir keine Intuition dafür. Aber diese Welt ist genauso real wie die unsere. Und wenn Sie mich jetzt dann fragen, wieso ist das Zeug so, wie es hier ist, dann kann ich keine Antwort geben und keine bessere Antwort, als wenn Sie mich fragen, wieso gibt es Gravitation. Die Physik beschreibt, wie es ist. Und wir finden, wenn wir hier schauen, dass eben die Dinge ganz anders sind. Und ich kann jetzt nicht die Quantenmechanik im Detail erklären, aber ein Aspekt, der wesentlich ist, ist eben gerade der, dass die Gesetze so anders sind, dass nicht mal mehr die Frage, die man stellen könnte, was sieht man jetzt hier, Sinn macht. Die Frage macht keinen Sinn, weil im ganz Kleinen können wir nicht etwas anschauen, die Objekte anschauen und dann für uns irgendwo notieren, wie sie ausgeschaut haben und ein Bild davon machen. Und zwar ist das eine fundamentale Eigenschaft, auf die ich ganz kurz eingehen werde. In der Quantenmechanik wird die auch als No-Cloning-Prinzip bezeichnet. Und das ist im Wesentlichen folgende Gegebenheit. Wenn ich ein Objekt habe, und ich nehme jetzt hier als Beispiel etwas, was wir tatsächlich im Labor machen. Wir stellen zum Beispiel Lichtteilchen her, also die kommen aus einem Laser raus, und die können wir polarisieren. Dieser Pfeil zeigt zum Beispiel die Polarisierungsrichtung an. Und die Polarisierung von Licht, das kennen Sie wahrscheinlich, die können Sie mit Polarisationsfiltern spielen. Was wir aber können, ist wirklich einzelne Photonen zu generieren. Jetzt kann man sich fragen, kann es sein, dass man eine Maschine konstruieren kann, wie hier in der Mitte dieser Stern, die nimmt ein Lichtteilchen, das eine Polarisierung hat, und stellt ein zweites Lichtteilchen her, also die Maschine darf auch noch Energie beziehen, wenn sie möchte, das genau die gleiche Polarisierung hat, oder zumindest fast die gleiche. Es stellt sich jetzt raus, dass das fundamental nicht geht. Also es ist nicht so, dass wir technologisch nicht in der Lage sind, das zu tun. Es kann keinen Mechanismus geben, der das je erreichen wird. Und das ist übrigens etwas, was wir auch in unserer Gruppe, in unserer Forschungsgruppe studieren. Was sind die Limitierungen von Dingen, wie wir tun können? Und es stellt sich sogar heraus, und das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft der Quantenmechanik, dass falls es doch so wäre, dass jemand so einen Mechanismus finden könnte, der genau das macht, was hier abgebildet ist, dann würde das notwendigerweise heißen, dass die Relativitätstheorie falsch ist. Und das ist bemerkenswert, weil die Quantenmechanik ja a priori eine Theorie ist, die noch nichts mit der Relativitätstheorie zu tun hat. Aber hier gibt es interessante, nicht Koinzidenzen, sondern Kompatibilitätsbedingungen. Die Quantenmechanik kann nur kompatibel sein mit der Relativitätstheorie, wenn sie eben nicht erlaubt, Dinge zu kopieren. Wieso erzähle ich Ihnen das jetzt so ausführlich? Das ist natürlich etwas, was wir später nutzen werden. Und ganz allgemein ist es nun so, dass man, also ich sehe das so, man kann von, oder Leute sprechen teilweise von zwei Quantenrevolutionen. Die eine hat im letzten Jahrhundert stattgefunden, startend auch mit Leuten wie Einstein, der ja auch die Quantenmechanik stark mitgeprägt hat, aber auch andere Leute, die auch an der ETH waren, wie zum Beispiel Wolfgang Pauli, da hat man versucht, die Gesetze, die im Kleinen herrschen, wie zum Beispiel das, was ich vorher erzählt hatte, zu erforschen. Wir müssen ja diese neue Welt, die sich eröffnet, die anders aussieht, als die wir uns gewohnt sind, zuerst mal erforschen, um damit was anfangen zu können. Und das hat man
erkannt im letzten Jahrhundert und hat sozusagen ein Jahrhundert daran geforscht. Und erst in diesem Jahrhundert, vielleicht ganz am Schluss des letzten Jahrhunderts, haben wir realisiert und auch begonnen, diese Dinge, die da vor sich gehen in dieser Welt, vom ganz Kleinen, auch für uns nutzbar zu machen. Ich werde auf dieses Device, das rechts abgebildet ist, dann noch eingehen. Aber im Wesentlichen sind wir jetzt in dieser sogenannten zweiten Quantenrevolution, wo wir eben die Gesetze, die in dieser wunderbaren kleinen Welt herrschen, nutzen zu unseren Zwecken. Und eine dieser Anwendungen, die eben daraus entstehen, ist die Quantenkryptographie. Jetzt zu Kryptographie möchte ich nicht viel mehr sagen als das, dass wir uns hier insbesondere damit beschäftigen, um das alte Problem, dass wir einen Sender und einen Empfänger haben und der Sender möchte dem Empfänger eine vertrauliche Meldung schicken, ohne dass ein Hacker dazwischen was sieht. Jetzt in der Quantenkryptographie, das haben wir vorher gehört, das ist eine Technik, die bereits an der Schwelle zur Kommerzialisierung sind. Das sind Produkte, die Sie kaufen können, sind relativ teuer, in Größenordnung 100.000, von einer Genfer Firma zum Beispiel, ID Quantic. Das ist ein Player in diesem Gebiet. Es gibt auch im Ausland noch Konkurrenten. Und die Kommunikation erfolgt tatsächlich über Lichtteilchen, wie ich vorher darüber berichtet hatte, die dann über Glasfasern übertragen werden. Jetzt, da die Geräte real sind, können Sie sich vorstellen, dass sogar bereits auch Hacking real ist. Also das ist einer der ersten Quantenhacker, der reist mit diesem Koffer um die Welt und versucht, da die quantenkryptografischen Systeme zu hacken. Und wenn die korrekt implementiert sind, davon möchte ich Sie jetzt überzeugen, dann wird dieser Mensch keinen Erfolg haben. Okay, also ich werde jetzt in dieser ganz kurzen Zeit versuchen, das Prinzip zu erklären und ich vereinfache das Prinzip in dem Sinn nicht. Das Prinzip ist korrekt, ich gehe einfach nicht auf die Details ein. Und was wir gesehen haben, ist, dass Lichtteilchen offenbar die Eigenschaft haben, dass wir ihren Zustand nicht kopieren können. Jetzt, das bedeutet notwendigerweise, dass es auch nicht möglich ist, die Polarisierung eines Lichtteilchens zu messen, genau, ohne das Lichtteilchen zu ändern. Weil wenn ich das, also nehmen Sie jetzt mal an, über sozusagen Widerspruch, ich hätte eine Maschine, die die Polarisierung eines Lichtteilchens misst, eines einzelnen Lichtteilchens. Dann könnte ich ja diesen Output lesen und sehen, das war 45 Grad und jetzt mit einem Präparationsdevice noch beliebig viele andere Lichtteilchen herstellen mit derselben Polarisierung. Solche Devices gibt es, die dann neue Lichtteilchen herstellen, weil ich die Polarisierung kenne. Aber das würde diesem No-Cloning-Prinzip widersprechen, weil dann hätte ich letztlich mehrere Lichtteilchen erstellt, indem ich nur ein einzelnes Lichtteilchen hatte, die alle dann dieselbe Polarisierung haben. Und das ist eben durch die Quantenmechanik verboten. Die Quantenmechanik verbietet mir also, die Polarisierung eines Lichtteilchens zu messen, ohne dass das Lichtteilchen damit irgendwie zerstört oder zumindest die Polarisierung verändert wird. Und das ist jetzt genauso, wenn wir das aus der Sicht eines Informationstheoretikers anschauen, die Funktion eines Siegels. Ich kann jetzt, wenn ich möchte, zum Beispiel meinem Chef, dem Herrn Lino Guzzella, ein Bit schicken, indem ich das in die Polarisierung eines Photons kodiere. Jetzt entweder erhält er dieses Bit, ohne dass jemand es gestört hat, und kann, also wie ein Siegel, kann schauen, das wurde nicht verändert. Oder aber wenn es jemand gelesen hat, hat er notwendigerweise eine Veränderung hervorgerufen, also dieses Siegel zerstört, was er natürlich dann feststellen könnte. Das ist das, was Kryptographie, was die Quantenphysik uns erlaubt. Also die Eigenschaft, den Lichtteilchen zugrunde liegende Eigenschaft ist dieselbe wie die eines versiegelten Briefes. Jetzt können Sie sagen, okay, damit habe ich noch keine Geheimhaltung erreicht, weil Lino Guzzella kann jetzt zwar sagen, dass er den Brief korrekt erhalten hat und das Siegel nicht zerstört wurde. Wenn es aber zerstört wurde, dann hat offenbar jemand den Inhalt lesen können. Jetzt gibt es einen einfachen Trick, trotzdem vertraulich Daten auszutauschen. Und der wird auch verwendet in der Quantenkryptographie. Die Quantenkryptographie verwende ich so, indem ich jetzt dem Herrn Guzzella einfach ein zufälliges Bit, zum Beispiel, wenn ich ihm ein Bit schicken möchte, schicke ich ihm nicht das Bit, das ich ihm eigentlich schicken möchte, sondern ein zufälliges Bit. Packe das in dieses Kuvert, setze das sozusagen in die Polarisierung des Photons, schicke ihm das und er bestätigt mir dann, dass er den Brief bekommen hat und das Siegel nicht verändert wurde oder eben
im Fall von Photonen, dass die Polarisierung stimmt. Ich würde ihm dann sagen, was die Polarisierung war, und er kann überprüfen, dass das die korrekte war. Also wir nehmen hier Authentizität an. Wenn er mir bestätigt hat, dass das Siegel korrekt ist, dann sage ich, okay, mein Bit, das ich ihm eigentlich schicken wollte, war genau das, was da drin war, oder war gerade das Gegenteil, je nachdem, was ich ihm eben schicken möchte. Aber weil sie nicht wissen, welches Bit hier drin war, wird niemand anders in diesem Raum erkennen können, was ich ihm schickte. Aber er weiß es natürlich und kann daraus die Meldung entschlüsseln. Das ist in Fachsprache der One-Time-Pad. Also was die Quantenkryptographie macht, ist mir erlauben, einem Gegenüber zufällige Bits zu schicken, die nur wir beide dann kennen und niemand anders. Oder wenn sie jemand kennt, dann wissen wir das, dann wurde das Siegel gebrochen. Und falls wir dann das erreicht haben, dann schicken wir die eigentliche Nachricht über diese One-Time-Pad-Encryption, die ich eben erklärt habe. Das ist Quantenkryptographie. Und weil eben, wie ich vorher gesagt hatte, wenn man das Photon anschauen könnte und es nicht verändern würde, die Gesetze der Physik verletzen würde, insbesondere die Relativitätstheorie, sind wir sehr sicher, dass diese Methode eben tatsächlich Geheimheit erlaubt. Also sozusagen Garantie durch physikalische Gesetze. Das können Sie jetzt vergleichen mit der Garantie, die Sie haben mit heutigen Kryptosystemen. Und Herr Kapkun hat vorher erwähnt, dass man vielleicht auch, wenn man Daten verschlüsseln würde, es problematisch ist, die lange zu speichern. Und in der Tat basieren die meisten heute verwendeten Systeme auf der Schwierigkeit, schwierige Probleme zu lösen. Also zum Beispiel die Public-Key-Verfahren, RSA, basieren darauf, die Sicherheit basiert darauf, dass ich annehme, dass ein Gegner nicht große Zahlen faktorisieren kann. Also konkret, dass er zum Beispiel eine 300-stellige Zahl nicht in Faktoren zerlegen kann. Es gibt mir aber niemand die Garantie, dass das tatsächlich niemand kann. Das vermuten wir einfach, weil es bisher noch niemand geschafft hat, zumindest nicht nach unserem Wissen. Das ist eine viel schwächere Garantie als die, dass wir wissen, dass die physikalischen Gesetze wahrscheinlich stimmen, die wir über hunderte von Jahren erforscht haben. Nun ist es die Ironie der Quantentechnologie, dass sie uns eben gerade auch erlaubt, große Zahlen zu faktorisieren. Das ist aber was ganz anderes. Also man darf das nicht verwechseln. Es gibt die Quantenkryptographie, aber wir können die Quantenmechanik auch nutzen, um einen sogenannten Quantencomputer zu bauen. Und wenn wir einen Quantencomputer haben, kennen wir bereits die Software. Also wir haben bereits Algorithmen, um dann Zahlen zu faktorisieren. Das heißt, die Ironie ist, dass dieselbe Technologie, die uns ein absolut sicheres Verschlüsselungsverfahren gibt, auch uns erlauben wird, die jetzigen Verfahren, zumindest die Public-Key-Verfahren, zu brechen. Jetzt, was ist der Stand dieser Technologie? Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wir sind eigentlich genau gleich weit wie in der klassischen Computing-Welt in den 50er Jahren. Da hatten wir solche Röhren, wie Sie auf der linken Seite sehen. Und wenn Sie das vergleichen mit den Quantencomputern, die heute gebaut werden, das sind eben erst Spielzeuge in einem gewissen Sinn, weil die haben erst 5 Qubits. Ein Qubit ist das Äquivalent eines klassischen Bits. Also Sie können 5 Qubits nehmen, das entspricht etwa 5 Röhren eines 50er-Jahr-Computers. Sind wir etwa gleich weit, wenn Sie die Größe anschauen. Das heißt, das Problem ist, das Ganze zu integrieren, klein zu machen und zu vervielfältigen. Und da, also können Sie sich vorstellen, wartet noch extrem viel Arbeit auf uns. Das Proof of Principle ist aber erbracht. Und Sie sehen, große Firmen wie IBM, auch Google und so weiter, die arbeiten in der Zwischenzeit an dieser Technologie relativ intensiv. Jetzt, das wichtigste Slide ist wahrscheinlich das hier, und das ist auch mein fast letztes, das ist das Szenario. Wenn Sie mich fragen, was könnte in Zukunft passieren, da gibt es einige Unbekannte, was aber wichtig ist, ist Folgendes. Auch wenn wir heute jetzt entscheiden würden, vielleicht gibt es da irgendwann mal Quantencomputer, wir wollen sicher sein gegen diesen und die heute verwendeten kryptografischen Methoden durch solche ersetzen, die den Quantencomputer-Attacken standhalten, dann brauchen wir auch optimistisch gerechnet, und ich bin auch ein Optimist, mindestens 10 Jahre, um eine solche Alternative zu entwickeln und in der Praxis umzusetzen. Also die Leute sagen meistens, wahrscheinlich gibt es länger. Dann, wenn wir mal so weit sind und die umgesetzt haben, wollen wir die Daten, die wir dann verschlüsseln, zum Beispiel im Jahr 2027, sicher für eine gewisse Zeit geheim halten. Normalerweise möchte ich Daten ja für lange Zeit geheim halten. Sagen wir mal, das ist so für viele Anwendungen sicher realistisch, dass ich sie mindestens 10 Jahre geheim halten möchte. Das heißt, wir sind jetzt schon beim Jahr 2037. Das heißt, wenn es jetzt vor dem Jahr 2037
möglich ist, große Zahlen zu faktorisieren, haben wir ein ernsthaftes Problem. Und das ist jetzt tatsächlich denkbar und der obere Teil ist natürlich viel hypothetischer, also nicht das Grüne. Was wir heute bereits haben, sind sogenannte Special Purpose Quantencomputer, die ganz gewiss bestimmte Aufgaben lösen können, zum Beispiel eben andere physikalische Systeme simulieren. Da sind wir aber erst ganz am Anfang, also deshalb ist das Grün noch fast nicht sichtbar im Jahr 2017. Aber die kommen jetzt, das ist unbestritten. Wann? Und das Orange ist das, was wir brauchen, um den Algorithmus der Zahlen faktorisiert laufen zu lassen. Ein Quantencomputer, der beliebige Algorithmen laufen lassen kann, weil der Faktorisierungsalgorithmus, der nützt im Prinzip alle möglichen sozusagen elementaren Gates, die man sich vorstellen kann. Wann der kommen wird, ist unklar. Was wir bereits haben, sind eben so 5 Qubit und in der nahen Zukunft 50 Qubit Quantencomputer. Was wir aber brauchen, sind 10 hoch 9 Qubit Quantencomputer. Das heißt, es wird tatsächlich noch einige Zeit dauern und es ist nicht absehbar, wann das kommen wird. Aber was das Slide verdeutlichen soll, ist, sogar wenn man in dem oberen Teil pessimistisch ist und sagt, vielleicht sind die Forscher ja langsam und schaffen es erst im Jahr 2040, einen Quantencomputer zu bauen, wird es ziemlich eng und wir müssen ziemlich bald mit der Umstellung beginnen auf Verfahren, die eben diesen Attacken standhalten, wegen diesem unteren Teil, den Sie hier sehen. Also das ist eine meiner wichtigen Messages. Und das heißt aber nicht, dass wir unbedingt Quantenkryptographie jetzt betreiben müssen. Das ist eine Möglichkeit, ist aber immer noch sehr teuer. Es heißt einfach, dass wir jetzt beginnen müssen, vielleicht auch klassische Methoden in der klassischen Kryptographie zu entwickeln, die sicher sind gegen Quantencomputer. Und ich glaube, diese Message ist in der Kryptographie-Community inzwischen auch angekommen breit und die Leute arbeiten daran sehr intensiv. Okay, zum Schluss möchte ich nur noch erwähnen, dass die ganze Technologie, die ich jetzt vorgestellt habe, die Quantentechnologie, ein schönes Beispiel ist, dass wie sozusagen Grundlagenforschung und Anwendungen zusammen gehen, und zwar in beide Richtungen. Natürlich kam die Anwendung aus der Grundlagenforschung, das ist meistens so. Was aber in der Quanteninformation passiert ist, dass wir jetzt wieder beginnen, die Physik anders anzuschauen, weil wir erkannt haben, dass eine informationstheoretische oder eine Informatikperspektive auf die Physik uns ganz neue Einsichten liefert. Und wir auch die Computer und diese Devices verwenden können, um neue Arten von Experimenten zu machen. Das heißt, die Anwendungen, die wir haben, und das rechts ist ein sogenannter Ion-Trap-Quantencomputer, also man soll es vielleicht noch nicht Computer nennen, aber das sind 5 Qubits, die an der ETH hergestellt werden, in der Ionenfallengruppe von Professor Jonathan Holm. Solche Maschinen können wir wieder verwenden, um in der Physik Fortschritte zu machen. Okay, damit möchte ich schließen. Falls Sie etwas näher Einblick in die Quantenkryptographie erlangen möchten, würde ich Ihnen gerne, wenn Sie mich kontaktieren, über die E-Mail-Adresse dort, einen Artikel zusenden zum Beispiel, der leider nicht öffentlich, oder man muss zumindest zahlen, wenn man dann selbst herunterlädt, kann ich Ihnen den auch schicken, wo ich ein Review geschrieben habe über die Ultimate Limits of Cryptography. Da geht es noch einen Schritt weiter, wo man sich wirklich fragt, was sind die Grenzen, die die Physik stellt an die Kryptographie. Also wie weit können wir gehen, wenn wir das alle so weit pushen, wie es physikalisch möglich ist. Und man kann erstaunlich weit gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und, ja. Vielen Dank, Herr Renner, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie hatten die Folie gezeigt mit dem universellen und diesem speziellen Computer. Und sagt, man bräuchte 10 hoch 9 Qubits, um einen nützlichen Quantencomputer. Ja. Gilt das für den universellen Quantencomputer oder auch schon für den spezialisierten? Nein, das gilt nur für den universellen. Und das Problem ist, dass wir, dass die einzelnen Qubits nicht wie bei herkömmlichen Bits fast störungsfrei sind, sondern ein einzelnes Quantenbit, das besteht, kann man sich vorstellen, wirklich aus einem einzelnen Teilchen, zum Beispiel einem Ion oder einem Photon. Und das ist natürlich sehr störungsanfällig. Also das wird leicht durch irgendeine Umweltstörung beeinflusst. Das heißt, die einzelnen Qubits sind sehr unzuverlässig und ich brauche schon relativ viel Overhead, um sogenannte Fehlerkorrektur zu machen. Das heißt, um ein logisches Bit, das stabil ist, in den Quantencomputer, im Quantencomputer zu speichern, brauche ich etwa 1000 oder vielleicht sogar 1 Million, je nachdem, wie groß der Fehler ist, physikalischer Bits.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Quantencomputer von der Größe 10 hoch 9 Qubits habe, habe ich vielleicht trotzdem nur 10 hoch 4, 10 hoch 5 Quantenbits logisch, die ich verwenden kann. Und so viel brauche ich, um überhaupt die Zahlen darzustellen oder so, die ich dann eben faktorisieren möchte. Mhm. Gibt es andere Fragen? Ja, da hinten. Wir haben ja auch ein Mikrofon. Danke. Achtung. Oh, das. Ich habe eine Frage. Also symmetrische Verschlüsselung wird aber nicht geknackt von Quantencomputern oder also manche sicher nicht. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also wir kennen Algorithmen spezifisch für um kryptografische Verfahren zu knacken, die auf Faktorisieren oder Diffie-Hellman beruhen. Das sind die typischen Public-Key-Verfahren. Für andere Verfahren, wie zum Beispiel eben symmetrische, wie zum Beispiel AES oder so, haben wir Algorithmen, die einen Speed-up von einer Quadratwurzel geben. Das heißt, wenn Sie mit einer sozusagen trivialen Suche 10 hoch 20 Schritte benutzen würden, bräuchten Sie mit einem Quantencomputer nur noch 10 hoch 10. Und wenn man jetzt eben normalerweise 10 hoch 100 bräuchte, braucht man immer noch zu viele, um das zu knacken. Das heißt, dort muss man dann einfach größere Schlüssellängen verwenden, um sicher zu sein, aber man muss das System nicht grundsätzlich ändern für symmetrische. Aber für asymmetrische Kryptographie haben wir im Prinzip momentan noch keine gute Alternative. Nee, weil dann würde ich den Kommentar machen, dann braucht man, dann am besten verschlüsselt man seine Daten symmetrisch und da muss man nicht 10 Jahre vorher schon umstellen, oder? Und danach muss man ja die Schlüssel verschicken. Also, man sollte noch bedenken, dass natürlich dieser Faktorisierungsalgorithmus und auch der Diffie-Hellman-Algorithmus, die kennen wir schon seit 10 Jahren, die sind oder 20 Jahren, noch länger, die sind seit Beginn der Quantencomputing, sind die bekannt. Aber es gibt noch relativ wenig Leute, die überhaupt versucht haben, Quantencomputer zu verwenden, um kryptografische Verfahren zu brechen. Das heißt, wir wissen einfach noch nicht, wie sicher die symmetrischen Verfahren sind gegen Attacken von Quantencomputern. Aber es ist davon auszugehen, dass es bessere Algorithmen geben wird, als die wir jetzt bereits kennen, weil noch fast niemand danach gesucht hat. Also deshalb ist das vielleicht eventuell eine Lösung, wenn man Glück hat, aber man muss Glück haben, dass niemand... Also es wäre wahrscheinlich nicht etwas, wo man sich darauf verlassen möchte. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen und symmetrisch verschlüsseln. Es gab gerade eine Meldung, dass es ein Cyberangriff auf die Bundesverwaltung. Gerade eine ganz neue Meldung. Wir sind also super aktuell. Okay, also dann müssen wir einfach die Quanten Kryptographie vorantreiben. Nein. Also eben, ich sollte noch erwähnen, wir waren ja alle realistisch, also die Quantenkryptographie ist im Moment ein Nischenmarkt selbst, weil da brauche ich eine Glasfaser vom Sender zum Empfänger. Und das haben wir in den meisten Fällen nicht. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich wirklich alternative, klassische Verfahren, die jeder implementieren kann, ohne eine spezielle neue Infrastruktur zu haben. Und dafür plädiere ich, dass man in diese Forschung auch investiert und das wird aber auch gemacht im Moment. Gibt es noch eine Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal vielen Dank, Herr Renner, für den Vortrag. Danke. Wir kommen jetzt von der Hochschule direkt in die Wirtschaft und zu Martin Bossert von der Firma Open Systems. Die Firma Open Systems ist eine Softwarefirma aus Zürich und Martin Bossert ist ihr CEO seit 2002. Die Firma wurde 1980 in Basel gegründet und was man dort nicht so gerne hört, sie hat ihren Hauptsitz seit 1995 in Zürich. Das hört man eigentlich sehr gerne. In Basel? In Basel, ja. Eben. Herr Bossert ist gelernter Elektroingenieur, hat an der ETH oder an der EPFL? ETH, ja. An der ETH studiert und an der Universität Tokio. Und die Firma Open Systems bietet eine global verfügbare Security-Plattform, wo sich Unternehmen, die verteilt über die ganze Welt tätig sind, die für sie notwendige Sicherheitsmodule die aus einer Art App Store sozusagen herunterladen können. Aber Herr Bossert kann das jetzt besser erklären. Vielen Dank. Bitte. Also das ist schon so, dass wir natürlich sehr gerne in Zürich sind und das hat viele Gründe. Einerseits sind sicher Kunden ein wichtiger Grund, aber die ETH ist ein ganz wichtiger Grund. Wir haben viele, viele Mitarbeiter
eben über die Jahre immer von der ETH gehabt. Und die Zusammenarbeit mit der ETH war ein wichtiger Grund auch, dass wir eben nach Zürich gekommen sind. Open Systems betreibt Sicherheitsinfrastruktur für globale Unternehmen. Wir sind jetzt in 182 Ländern operativ und schützen rund 1 Million End-User. Wir machen das aus Zürich und aus Sydney, aber wir bringen eigentlich Ingenieure aus Zürich nach Sydney, um die Nacht einfacher abzudecken. Es arbeitet sich besser tagsüber in der Nähe von Bondi Beach als eben morgens um 4 hier in Zürich. Und gute Ingenieure, die mögen eigentlich eben tagsüber zu arbeiten und nicht morgens um 4. Und deshalb machen wir das so. Weil letztlich Sydney und die Schweiz sind ja nur etwa 350, vielleicht 450 Millisekunden auseinander. Das heißt, wir können da sehr gut verteilt zusammenarbeiten. Jetzt, was wir gesehen haben in den letzten 15 Jahren, ist, dass praktisch alle unsere Kunden haben ihre Wertschöpfungsketten globalisiert und eben nicht nur Vertriebsketten globalisiert, sondern eben auch tatsächlich Wertschöpfungsketten globalisiert. Das heißt, die Digitalisierung ist letztlich der Business Driver und der Innovationsdriver Nummer 1 von allen unseren Kunden und das schon sehr lange und immer intensiver und immer schneller. Das heißt, wir Kunden erreichen viel höhere Effizienz, viel höhere Flexibilität und eben die neuesten Digitalisierungsschritte, die ermöglichen eben auch sehr viel näher an den Kunden, an den Endkunden zu gelangen. Und damit wird der ganze digitale Layer, also das Fundament, auf dem diese Businessprozesse arbeiten, wird absolut businesskritisch und das ist eine riesen Herausforderung für den Betrieb. Die Verfügbarkeit wird absolut kritisch und letztlich auch das User-Erlebnis ist absolut kritisch, dass eben diese Infrastruktur funktioniert. Heute kann ein Mitarbeiter eigentlich nicht mehr arbeiten, wenn sein Rechner nicht läuft. Ich kann kaum noch telefonieren, ich kann kaum noch Notizen abrufen. Ich bin absolut abhängig, dass diese Infrastruktur funktioniert. Und das sind ganz extreme Herausforderungen eben für die Security, weil die Security jetzt plötzlich gefordert ist, 100%ige Verfügbarkeit zu ermöglichen. Und letztlich, wenn die Sicherheit eben nicht gewährleistet ist, finden dann ganze Unternehmen sofort eigentlich einen Full Outage. Das ist so der Nightmare in unserer Welt, wenn wir einen Full Outage produzieren. Das heißt eben, die Systeme nicht mehr integer sind oder gar nicht mehr funktionieren. Und damit rückt auch die ganze digitale Digitalisierung eben zum Risk Driver Nummer 1. Also man sieht, das ist der WEF Global Risk Report 2017 und da arbeiten sich diese Cyberthemen langsam ins Zentrum vor. Und das ist sicherlich ein Thema, was wir eben angehen müssen. Und jetzt, was wir versuchen, ist eben die Automation in dieses Thema hineinzubringen, um skalierbar und eine bessere Skalierbarkeit in den Betrieb von solcher Sicherheitsinfrastruktur zu bringen. Ich denke, das sind so Beispiele, das ist jetzt sicher eines der größeren Beispiele. Es ist schön, dass wir gerade jetzt auch wieder ein Beispiel erleben, dass dass der Bund angegriffen wird. Das ist einfach eine Realität und die Dimensionen dieser Angriffe sind gewaltig. Das war ursprünglich ein politisch motivierter Angriff auf die Ukraine, auf ein Steuersystem, also ein Tax-System in der Ukraine. Und damit sind dann eben Unternehmen oder Filialen, Niederlassungen in der Ukraine wurden infiziert. Und damit hat sich dann diese Infektion weiter verbreitet weltweit. Maersk war extrem betroffen. Das hat dann zum Stillstand von mehreren großen Frachthäfen geführt und einen gewaltigen Schaden weltweit verursacht. Allein in Maersk jetzt mit 200 bis 300 Millionen Schaden. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen und sind dann wirklich auch unternehmensbedrohende Ausfälle. Also 300 Millionen ist danach für eine Maersk letztlich eine signifikante Zahl, die nicht ganz so einfach wieder zu fixen ist. Und was auffällt ist, das sind jetzt einfach so ein paar große Cyber-Attacks letztlich Attacken, zum Teil destruktiver Art, zum Teil sind das aber auch Attacken, die einfach kommerziell motiviert waren oder politisch motiviert waren. Und was auffällt, das sind eben große Unternehmen. Es sind nicht einfach nur der Malermeister oder der Zahnarzt, der vielleicht seine Patientendaten verliert und sich vielleicht nicht so gut schützen kann. Das sind ja Unternehmen, die haben an und für sich gute Möglichkeiten, haben auch gute Leute und haben eigentlich sehr gute Voraussetzungen, um sich zu schützen. Aber es ist eben nicht so einfach, sich zu schützen. Und die Realität ist, dass alle diese Unternehmen haben sehr prominente, große Attacken hinter sich
und sind dabei, diese auch wieder zu verdauen. Aber es ist mit enormen Schäden und enormen Ausfällen verbunden. Jetzt die Frage ist ja, was macht denn eigentlich die IT-Security so wahnsinnig kompliziert? Und es ist letztlich die Komplexität. Und das ist eine typische Infrastruktur von einem globalen Konzern. Und wenn wir heute die globalen Konzerne anschauen, dann finden wir durchschnittlich knapp 35 verschiedene Produkte, die sind nur dazu da und im Einsatz, um die Sicherheit des Konzerns zu gewährleisten. 35 IT-Produkte und jedes in sich ist relativ kompliziert und jedes dieser Produkte hat natürlich einen Technologie-Lifecycle. Jedes dieser Produkte ist in sich auch wieder angreifbar und jedes dieser Produkte interagiert mit den anderen. Und das ist eine extreme Komplexität, die zurzeit eben weiter explodiert. Das heißt, wir sehen eine Verdoppelung der Konfigurationstiefe dieser Defense-Infrastruktur etwa alle 2 bis 3 Jahre. Was jetzt zusätzlich dazu kommt, ist, dass in diesen Applikationen, in diesen Cyber-Defense-Funktionen fallen sehr viele Daten an. Und es wird ganz wichtig, dass ich eben diese Daten analysiere, weil es ist praktisch unmöglich, dass Sie einen Angreifer fernhalten können. Das heißt, Sie müssen eigentlich versuchen, eben zu verstehen, was passiert in Ihrem Unternehmen. Und dazu sind diese Daten sehr wichtig. Und die Auswertung dieser Daten wird zunehmend eben auch schwieriger, weil die Komplexität, wo die Daten anfallen und hergestellt werden und letztlich die Daten, die Sie beobachten müssen, immer komplexer und größer werden. Jetzt, was Open Systems macht, ist, wir integrieren diese Produkte auf eine standardisierte Delivery-Plattform. Und Sie sehen, das ist nicht viel anders. Im Gegenteil, wir betreiben zurzeit etwa 45 Produkte für unsere Kunden und gehen das aber dann in einem sehr, sehr standardisierten Ansatz an. Das heißt, diese 45 Produkte, die laufen dann eben in großen Datacenters, die laufen in allen Cloud-Providers, das läuft in kleinen Offices, das läuft in kleinen Shops. Und das kann letztlich einen großen Konzern schützen, sehr umfassend, immer gleich. Und damit lässt sich eigentlich der Verteidigungsauftrag, den wir wahrnehmen für unsere Kunden, auf eine Konfiguration reduzieren. Und damit mit der Standardisierung lässt sich auch der Betrieb sehr viel einfacher automatisieren. Das heißt, für den Kunden gibt es dann letztlich eine Vereinfachung. Das heißt, es wird diese große Komplexität, der ganze Technologie-Lifecycle, all diese vielen Produkte, wird reduziert auf wenige Services, die ich dann eben ein- oder ausschalten kann, die ich konfigurieren kann und die sich dann letztlich eben so viel, viel einfacher betreiben lassen. Was jetzt zusätzlich dazu kommt, ist, dass der Betrieb dieser Infrastruktur produziert sehr viele Daten. Und wir sehen, dass dieser zweite Teil, Threat Management, also das Detektieren, wenn ich kompromittiert bin, überhaupt zu merken, dass ich getroffen bin, das wird immer wichtiger. Das heißt, Threat Management kommt in den Vordergrund und das funktioniert sehr viel besser auf einer standardisierten Infrastruktur. Und was dann daraus wiederum resultiert, ist, dass wenn Sie eben reagieren wollen, müssen Sie ja auf eine standardisierte Datenbasis zugreifen können und eben wiederum auch sehr, sehr schnell reagieren können. Ich möchte da nicht ins Detail eingehen, aber was jetzt letztlich dann das Ziel ist, dass Sie eben einerseits den Betrieb, die Analyse und auch den Response auf einer einfachen, übersichtlichen Darstellung sehen. So sieht dann dieser App Store aus, den Sie am Anfang erwähnt haben. Wir nennen das Security as a Service. Sehr viele Produkte werden heute as a Service angeboten und das ist an und für sich eine ganz nichts Neues. Es wird heute sehr gehypt as a Service. Alles ist as a Service, aber letztlich ist das nichts Neues. Wenn gewisse Systeme eine Komplexität erreichen, eben große Investitionen damit verbunden sind, dann hat sich das immer schon bewährt, dass man dann eben viele User zusammennimmt, große Infrastrukturen gemeinsam erstellt und dann solche Infrastruktur as a Service nutzt. Kein Mensch baut sich eine Kläranlage zu Hause im Garten, da schließt man sich besser zusammen und nutzt eben das as a Service. Und das passiert jetzt in der IT. Die IT vor 20 Jahren war noch relativ einfach, heute wird sie kompliziert. Und ich würde sagen, wo wir uns eben dann stark differenzieren und wo eben letztlich auch die Zusammenarbeit mit der ETH ganz wichtig ist,
Es ist nicht die Technologie, die für uns dann letztlich da ist, wo wir uns unterscheiden, sondern sind die hellen Köpfe, die guten Leute, die verstehen, wie wir die Technologie einsetzen müssen, damit wir einen besseren Effekt und einen skalierbaren Effekt beim Kunden erreichen können. Automation in der Security ist der Schlüssel für Betriebsqualität, für Skalierbarkeit und letztlich auch der Schlüssel, um schnell reagieren zu können. Und Security hat sehr viel mit Geschwindigkeit zu tun, mit Übersicht, mit letztlich aufgeräumt arbeiten zu können. Und das sieht man dann in dieser Darstellung. Aktuell lösen wir etwa 92% aller Incidents werden durch die Maschine erkannt und nur 8% der Incidents hat ein Mensch irgendwo das Gefühl, etwas ist nicht in Ordnung und eskaliert das dann. Und von allen Incidents werden heute 79% dieser Fälle vollautomatisch gelöst. Das heißt, die Maschine weiß bereits, was sie tun muss in so einem Fall. Und nur in 21% der Fälle hat dann noch ein Ingenieur vielleicht eine Entscheidung oder muss eine Entscheidung treffen oder der Maschine helfen, das Ticket zu lösen. Und da wird es sicher weitergehen. Wir sind der Meinung, dass die Automation ist das, was eigentlich der Schlüssel ist, um diese Komplexität zu managen. Und das ist letztlich auch das, was ich glaube, was der Standort Schweiz und insbesondere Zürich zusammen eben auch mit der ETH für uns sehr, sehr attraktiv macht. Diese Art der Jobs ist super spannend, weil es sind hochkomplexe Systeme, die wir automatisieren. Es ist eine aufregende, herausfordernde Arbeit und die versucht eigentlich, einfache Dinge, repetitive Dinge zu automatisieren und eben mehr und mehr auch sehr komplexe Dinge zu automatisieren. Und da kommt dann natürlich das ganze Thema Korrelation, große Datenmengen korrelieren. Viele reden dann von Artificial Intelligence. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit dem Wort Intelligence einverstanden bin. Aber da passiert sehr, sehr viel, um komplexe Dinge zu lösen. Und ich bin sehr, sehr dankbar über den Zusammenschluss vom CISC. Weil für uns bietet das jetzt in der Industrie die Möglichkeit, einerseits eben Problemstellungen mit der Forschung zu besprechen. Wir können auch mit der ETH zusammen Daten, die wir zur Verfügung, die wir eben haben, mit der ETH zusammen analysieren. Ich finde es einen unglaublichen, es bringt uns einen unglaublichen Vorsprung international eben, um diese Themen anzuschauen und die Automation im Sicherheitsumfeld weiter vorwärts zu treiben. Letztlich sind wir nicht nur in 182 Ländern tätig, sondern eben auch mit 182 Ländern in Konkurrenz. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Zusammenarbeit damit ganz klar auch global einen Wettbewerbsvorteil haben. Danke vielmals. Vielen Dank, Herr Bossert, für den interessanten Vortrag. Gibt es Fragen? Sie haben ja gerade erwähnt, Sie haben Konkurrenz, Sie sind sehr international, darunter sind auch Länder, wo die Lohnkosten sehr viel niedriger sind. Aber Sie finden hier die richtigen Fachleute. Ist aber auch das Image der Schweiz als besonders sicheres, zuverlässiges, vertrauenswürdiges Land für Ihre Kunden ein Argument? Oder spielt das keine Rolle? Ich würde nicht sagen, dass es keine Rolle spielt, aber ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Rolle, weil letztlich ist der Markt ist einfach in der Lage, diese Art von Dienstleistungen weltweit zu sourcen. Und globale Unternehmen schauen sich global um. Und wir haben ganz klar einen Vorteil, mit guten Leuten eben komplexe Dinge besser zu betreiben, als das die Konkurrenz macht. Und ich glaube, das Image alleine hilft dann nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit Günstiglohnländern in Konkurrenz sind. Aber da ist dann einfach immer die Frage, wenn ich eben einfache Prozesse mit günstigen Leuten versuche abzubilden, ist es wichtig, dass wir die Automation weiter treiben. Ein Roboter arbeitet letztlich immer günstiger als auch der günstigste Mitarbeiter. Aber ich brauche natürlich Volumen. Das heißt, es ist ein Volume Game. Und die Schweiz hat da keinen Vorteil als kleiner Markt. Also wenn wir gegen amerikanische Konkurrenten antreten, dann haben die zum Teil riesige Volumen, einfach schon im Heimmarkt. Und da spielt natürlich dann der Regulator eine große Rolle. Wie einfach können wir Volumen auf unsere Infrastruktur bringen? Letztlich ist es ein Volumen-Game. Mhm.
Wer viel Volumen hat, ist kompetitiver in der Automation. Mhm. Und da sind wir letztlich gefordert. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke ich nochmal Herrn Bossert für den Vortrag. Ich danke immer. Vielen Dank. Jetzt haben wir, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wir haben jetzt eigentlich eine Pause vorgesehen. Ich glaube, eine halbe Stunde sollte gehen. Also sollen wir uns also um 3:55 wieder hier treffen? Dann haben wir die Panel-Diskussion und anschließend die Präsentation von 2 Start-up-Firmen aus Zürich.
to shake my hips. I want to kiss and smell your lips while I keep riding on your dick. I know my thoughts are very sick. Boy, I just want to shake my hips. I want to kiss and smell your lips while I keep riding on your dick. I know my thoughts are very sick. Is that the feeling everybody else says? Gotta make a move.
I'm
So, wir würden jetzt zur Panel-Diskussion kommen, die ich zusammen mit Matthias Bossert von KPMG Schweiz moderieren möchte. Herr Bossert ist Head of Cybersecurity bei KPMG. Auch er hat eine ETH-Vergangenheit und nach dem Studium hat er an der University of Illinois am Beckman Institute for Advanced Studies geforscht und er ist Mitautor der Studie von KPMG Schweiz, die jedes Jahr, glaube ich, erscheint und wo versucht wird, die Sicherheitslage in der Schweiz und die Wahrnehmung der Schweizer Firmen zu beleuchten. Herr Bossert wird jetzt eine kurze Einführung in diese Studie, die wichtigsten Resultate uns mitteilen und dann steigen wir ein in die Diskussion im Panel und stellen auch alle Teilnehmer noch vor. Danke. Besten Dank. Ich werde Sie nicht mit vielen Zahlen langweilen hier. Ich glaube, für Zahlen, da gibt es Leute hier, die haben einen besseren Background. Aber ich möchte ein paar Resultate aus der Studie hervornehmen, um zu zeigen, was denn eigentlich die Herausforderungen sind, die wir auf der Wirtschaftsseite sehen, noch bevor die Quantenkryptographie uns da noch vor ganz viel größere Herausforderungen stellt. Das sind Themen, die sind bei uns heute aktuell und teilweise können die uns auch mal schlaflose Nächte bereiten. Wir werden sehen, wie schlimm das ist für die Herren hier. Sie machen alle einen sehr ausgeruhten Eindruck. Von daher, die Situation ist wahrscheinlich unter Kontrolle. Trotzdem, wir fragen jedes Jahr die Unternehmen, wie viele von euch wurden in den letzten 12 Monaten attackiert? Und da meinen wir nicht irgendwelche Phishing-E-Mails, sondern das sind Attacken, die zu Unterbrüchen führen, zu Betriebsunterbrüchen führen, die zu finanziellen Schäden führen. Das, was man uns gesagt hat, ist im Vergleich zum letzten Jahr von 50 auf fast 90%. Da gibt es ein großes Konfidenzintervall um diese Zahlen herum. Aber selbst wenn das 70 oder 60% sind, das, was diese Zahlen aussagen, ist erstens mal, man kann nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und das trifft man immer noch an, wenn es um Sachen Cybersecurity geht, weil eigentlich kann es alle betreffen und zwar auch auf existenzielle Art und Weise. Im KMU-Bereich hatten wir verschiedene Fälle, Herr Henauer wird das sicher ausführlicher auch aufzeigen können, wo Gelder von Unternehmen wegtransferiert wurden, dann ist dann plötzlich ein 6- oder 7-stelliger Betrag weg. Das kann durchaus existenziell sein. Wir haben Regulatorien, die jetzt kommen. EU geht da voran mit Datenschutz. 4% vom globalen Jahresumsatz als mögliche Bußen. Auch das Themen, die durchaus mal ein paar Sorgenfalten auf der Stirn generieren können. Und wir haben es vorher gehört, bei Maersk, der Cybervorfall 300 Millionen. Wenn Sie Yahoo nehmen, Yahoo hat 450 Millionen an Company Valuation, also an Wert, verloren, nur wegen Cyberattacken, 7% ihres eigentlichen Wertes. Das heißt, das Thema ist wichtig, heute wichtiger denn je. Und Herr Hirstein hat es gesagt, ich habe an der ETH Forschung gemacht zu Cybersecurity Anfang der 2000er Jahre. Wir haben uns damit Distributed Denial of Service Attacken auseinandergesetzt. Das kennt inzwischen meine Mutter, die weiß, was das ist. Damals war es ein Forschungsthema. Was hat sich denn da verändert? Ein Thema ist, mit der ganzen Digitalisierung, mit der verstärkten Vernetzung von Unternehmen, haben erstens mal die Daten, Informationen an Wert gewonnen und die ganzen Abhängigkeiten haben sehr stark zugenommen. Wo Werte da sind, da sind auch Angreifer nicht weit. Und wenn Sie 1988 schauen, als der erste Computerwurm entstanden war, dann war das Robert Morris. Der hat mal versucht, die Anzahl Knoten im Internet zu zählen mit einem Wurm. Das hat dazu geführt, dass das damalige Internet dann flach gelegen ist. Aber Robert Morris ist heute Professor am MIT und ich möchte dann noch von Serdan wissen, was er so in seiner Vergangenheit gemacht hat, oder von Herrn Renner auch, um Professor zu werden an der ETH. Auf jeden Fall, da hat's die Karriere gefördert, das ist heute nicht mehr der Fall. Es ist auch nicht mehr zum Spaß, weil das ist die Attacken,
sind viel gezielter und es gibt eine ganz klare Motivation von den Attacken. Ich will da nicht im Detail durchgehen, aber es gibt natürlich die Kriminellen, die an Geld interessiert sind. Es gibt Leute, die sind einfach an Destruktion interessiert. Es gibt Leute, die haben auch geopolitische Interessen. Und wenn Sie die Attacken so anschauen, die Sie in der Presse lesen, dann können Sie quasi die Einteilung relativ schnell mal vornehmen. Nicht immer ganz eindeutig, aber Sie können das vornehmen. Und das hat sich verändert. Wir haben es jetzt mit gezielten Attacken zu tun, die richtig schmerzen die ein Risiko für Firmen, ein operationelles Risiko oder sogar ein strategisches Risiko darstellen. Das Thema Mensch. Ich möchte drei Herausforderungen noch hervorheben. Als erstes das Thema Mensch, weil bei Sicherheit geht es eigentlich um das Vertrauen zu halten gegenüber Kunden, gegenüber Geschäftspartnern, gegenüber Nutzern. Das ist das erste Element. Und dieses Thema Mensch kommt aus meiner Sicht viel zu kurz. Vielleicht auch, weil zu viele Ingenieure, wie hier ganz viele sind, auch auf der Bühne, sich mit dem Thema befassen und zu wenig interdisziplinär geforscht wird. Ich glaube, da hat ETH eine super Ausgangslage, um die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Der dritte Punkt, der hier drauf noch ist, wir haben ein Designproblem. Wenn wir von diesen Passwort-Policies sprechen, die niemand umsetzen kann, weil ich alle zwei Monate mein 20-stelliges Passwort aus Symbolen ändern muss und ich es dann nachher auf einem Post-it-Note schreibe, dann funktioniert halt all diese technischen Sicherheitsmaßnahmen nicht. Das heißt, das Thema menschliches Verhalten mit einzubeziehen, ist für mich aus meiner Sicht essentiell, aber viel zu wenig wird daran getan. Ich denke, das ist ein Thema, wo ich mich sehr über Input aus der Forschung freuen würde. Zweite Challenge, Internet der Dinge. Das ist da immer der Kühlschrank, aber aus unserer Sicht ist Internet der Dinge eigentlich alles, was uns umgibt. Die ganzen Gebäudeautomatisationen. Wenn Sie ins Spital gehen, ist alles technologisiert, verbunden, connected. Der Herzschrittmacher, 700.000 wurden zurückgerufen, weil sie knackbar oder hackbar sind. All das umgibt uns. Das Thema ist aber noch gar nicht verstanden. Wir haben hier der Cyberspace, der so abstrakt erscheint, ist nachher sehr, 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 sehr konkret. Autonome Fahrzeuge machen nicht das, was sie machen sollten. Der Computertomograph im Spital funktioniert nicht, weil WannaCry gerade auf der Durchreise ist und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Vernetzung von Systemen, die vorher separiert waren, was die Angriffsfläche dramatisch erhöht. Und wenn wir fragen, bei Unternehmen habt ihr eine Übersicht über das Internet der Dinge, wisst ihr überhaupt, welche Geräte ihr nutzt? Dann sagen die allermeisten, nein, wir haben das heute nicht. Und wir haben das auch nicht in unsere Sicherheitsüberlegungen einbezogen. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, künstliche Intelligenz. Da gibt es zwei Aspekte davon. Ist das ein Risiko, weil jetzt plötzlich unsere Entscheide auch in einem Unternehmen, Abläufe, die auch automatisiert werden etc., viel angreifbarer sind oder das Schadensausmaß sehr stark zunimmt. Und auf der anderen Seite, das Remedy, ist künstliche Intelligenz eigentlich ein Heilmittel, um sich gegen Cyberattacken zu schützen. Und da gibt es ganz sicher auch kontroverse Auffassungen dazu. Wir werden eine Sicht auch heute dazu sehen. Damit wäre ich am Ende der kurzen Einleitung und würde jetzt weitergeben an Andreas für die Frage zu, wie gut schlafen die Leute. Danke für die Einführung. Das waren interessante Punkte, die wir dann sicher jetzt auch im Panel noch alle ansprechen können. Wir haben auf der rechten Seite Mark Hennauer. Er ist Chef von Melanie, der Melde- und Analysestelle für Informationssicherheit beim Bund. Er ist derjenige, den wir jetzt dann gleich fragen müssen, warum die Bundesverwaltung angegriffen wurde. Gab es einen Angriff?
Ja, es gab gerade, Herr Gutzeller hatte das gerade. Zu seiner Linken sitzt Markus Neff, er ist CEO der Firma SwissSign, die elektronische IDs entwickelt. Daneben Herr Robert Bornträger, CEO der Division Global IT bei SIX, also der Firma, die die Schweizer Börse betreibt und den elektronischen Zahlungsverkehr für die Banken abwickelt. Und zu meiner Rechten Herr Amiri, Tarek Amiri von Swisscom. Er ist Information Security Officer bei der Swisscom und ist verantwortlich dafür, dass neue Dienstleistungen auf eine sichere Weise implementiert werden. Wir wollen beginnen mit einer Frage, die dem Titel dieser Veranstaltung entspricht. What keeps you awake at night? Oder vielleicht nehmen wir es besser auf Deutsch. Das klingt nämlich so positiv, wach zu bleiben, sondern wir fragen lieber, was raubt Ihnen den Schlaf, Herr Hinauer? Also ich habe mir das überlegt, oder was raubt mir der Schlaf? Und nach heute könnte jeder sagen, ja geht, oder der hat schlecht geschlafen in den letzten 2 Tagen. Ich habe so eine Strichliste gemacht und vor 3 Wochen wäre es wahrscheinlich noch irgendwie so Game of Thrones gewesen und heute ist es Orange is the New Black. Das ist so, was mich wach hält. Und ich sage das absichtlich, weil wenn dann was passiert und das einem den Schlaf raubt, dann ist es zu spät. Also das ist dann ein bisschen auch die Aussage. Also die Entwicklungen rauben mir jetzt nicht den Schlaf, aber es würde mir dann langsam den Schlaf rauben, wenn wir sehen, dass nicht vorwärts geht, während die Entwicklungen eben sich da verselbstständigen und die entsprechenden Akteure nicht zumindest versuchen, Schritt zu halten, soweit das geht. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall. Also ich denke, bin da sehr positiv und optimistisch eingestellt. Mhm. Herr Neff, wie sehen Sie die Situation? Also im reellen Leben raubt mir derzeit der Schlaf eine Eule, die sich eingenistet hat im Baum bei uns, im Garten. Und aber im metaphorischen Sinne, im übertragenen Sinne, ist es derzeit vor allem der Launch unseres neuen Produktes. Da sind wir ein bisschen, im Verzug mit gewissen Sachen. Und der wird lanciert im Mitte Oktober, also von dem her ein bisschen Track auf den Preis zu bringen, um das Produkt entsprechend auch lancieren zu können. Herr Bornträger, Sie sind bei SIX tätig. Wir haben gerade vorhin von dem Equifax-Fall in den USA gehört. Ist das etwas, was auch Sie betrifft, was ähnlich auch hier passieren könnte? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es uns betrifft, aber ja, es beunruhigt mich. Wir als Infrastrukturprovider des Finanzplatzes, für uns ist die Integrität unserer Transaktionen und die Nachvollziehbarkeit unseres Geschäftes und das Vertrauen, das wir haben, das absolut Wichtigste. Wenn ein Kunde nicht mehr glauben kann, dass eine Transaktion, eine Börsentransaktion oder eine Zahlung, die bei uns ausgeführt worden ist, auch tatsächlich so ausgeführt wurde, das heißt die Integrität der Transaktion nicht mehr gewährleistet werden könnte, das wäre ein Super-GAU. Das wäre in der Tat etwas, das mir den Schlaf rauben würde. Ein Fall, der allgemein bekannt ist, kann man in Wikipedia nachlesen, ist der sogenannte Bank Robbery of Bangladesch. Wird als Bank Robbery gekennzeichnet, ist aber ein elektronischer Hack. Man hat eine Vulnerability ausgenutzt, ist in das Zentralbankensystem von Bangladesch eingedrungen. Also man muss sich vorstellen, die Nationalbank von Bangladesch hat 900 Millionen Dollar an Aufträgen platziert. Tatsächlich sind 100 Millionen Dollar ausgeführt worden über die Federal Reserve Bank in New York. Und man hat das über dann verschiedenste Casinos abgezogen. Also man hat 100 Millionen Dollar gestohlen von der Nationalbank von Bangladesch. Das heißt, die Integrität dieser Bank, dieser Nationalbank ist ziemlich gestört oder angeschlagen. Kann man ein bisschen lächeln und sagen, naja, das ist Bangladesch. Aber das würde bedeuten, wenn das in Europa passiert, bei einer SIX passiert, das ist ein Super-GAU. Und die Swisscom, Herr Amri, wo sind Sie besonders betroffen von Cyberangriffen? Gibt es da Bereiche, die besonders sensibel sind oder wo Hacker besonders häufig versuchen, die Netze zu knacken? Natürlich, der Bankensektor ist meist ein Bereich, wo Hacker, die waren irgendeine etwas finanziellere Motivation hintendran hat, sehr begehrt. Swisscom hat jetzt einfach sehr viel auch Banken unter unseren Kunden. Wir haben Banking-Core-Systeme auch, was wir verwalten.
Und da ist es natürlich ein Riesen-Challenge, zumal auch die Banken jetzt auch in den Trend gehen. Das war damals, also bis jetzt noch ein Riesentabu, aber die Cloud kommt auch bei den Banken an, sage ich jetzt mal so. Und sie öffnen sich auch immer mehr Technologietrends. Cloud ist und Digitalisierung ist etwas, sogar IoT, also die quasi die Self-Service-Bank. Geschäfte und Bankstellen, die gibt es jetzt so allmählich, wo man keine Mitarbeiter mehr hat, sondern eine Kamera und dann ein Screen, und dann verbindet man ins Head Office von der Bank und dann ist dort ein Berater, wo ein Bankkunde dann bedient und nicht mehr ein wirklicher Mensch. Oder? Und ja, also da würde ich sagen, eher der Banksektor. Ja. Möchten Sie weitermachen mit Fragen, oder? Ich kann vielleicht auf den zweiten Teil dann einsteigen. Ja. Oder ich kann noch, was mir den Schlaf raubt, das könnte ich auch noch schnell sagen. Bei mir ist es vielleicht ähnlich mit der Eule, das ist manchmal die Tochter hin und wieder. Ich glaube, in der ganzen Cybersecurity-Geschichte, da bin ich mit Ihnen sehr einig. Es geht eigentlich darum, möglichst guten Schlaf zu haben, um am Tag, wenn es darum geht, das Ganze zu verteidigen, hellwach zu sein. Und Tag meine ich jetzt einfach zu unseren Arbeitszeiten. Die Attacken schlafen ja dann schon nicht, aber das hat ja Herr Bossart vorher gezeigt, wie man das auch rund um die Welt abschirmen. Ja, vielleicht, um in die zweite Fragerunde zu gehen und auf die Themen da einzugehen, die wir vorher auch aufgebracht haben als Herausforderungen, fangen vielleicht gerade mit dem letzten Thema an, die künstliche Intelligenz. Ich weiß, Herr Bornträger, dass Sie in Kooperation mit IBM und unter Einbezug von dem IBM Watson, was das bei IBM das Nonplusultra in künstlicher Intelligenz ist, dass Sie da ein Security Operations Center auch aufbauen. Wo sehen Sie den Nutzen da von der künstlichen Intelligenz? Was bringt uns das wirklich? Reden wir mal von vielleicht Cognitive Learning, also selbstlernenden Systemen. Und die Herausforderung ist ja, aus dieser Vielfalt von Vulnerabilities, die jeden Tag publik werden, wir reden ja von Hunderttausenden oder sogar Millionen von Vulnerabilities, die täglich publiziert werden, diejenigen rauszufiltern, die dann von Relevanz sind für uns und eben die dann auch gegenüberzustellen mit unseren Systemen und eben auch die Vielzahl von Meldungen als False Positives oder eben auch als die reellen Attacken oder eben Vulnerabilities erkennen zu können. Wir wissen ja, dass viele Exploits immer auf Vulnerabilities basieren, also aus meistens sogar bekannten Schwachstellen, vielfach teilweise leider auch von unbekannten Schwachstellen, aber die muss man relativ schnell beheben und hier hilft eben künstliche Intelligenz oder eben Cognitive Learning, diese Vielfalt von Datenflut eben zu selektieren. Wir brauchen das auch im bei den normalen Börsentransaktionen, also wir überwachen unsere Börsensysteme mit Systemen, die auf künstlichen Intelligenz etwas aufbauen oder auch im Kreditkartentransaktionsprozess. Wenn eine Kreditkarte gleichzeitig in Zürich und in den USA verwendet wird, dann gibt es Alerts. Man weiß, dass man nicht so schnell an zwei Orten sein kann, außer in der Quantenphysik. Also, und das kann man vielleicht schlecht mit der Kreditkarte kombinieren. Und da gibt es dann eben auch Cognitive Learning oder selbstlernende Algorithmen. Ganz wichtig, um hier überhaupt Herr zu werden, dieser Datenflut. Gibt es da in letzter Zeit auch große Fortschritte oder stehen wir da am Anfang der Entwicklung aus Ihrer Sicht? Wir stehen am Anfang. Es gibt viele Fortschritte, deshalb ist auch so wichtig die Kooperation mit der ETH, mit dem CISC, weil da gibt es auch Forschungsbereiche. Wir müssen zum Teil nicht nur Grundlagenforschung, sondern wir müssen kontinuierlich auch investieren und deshalb ist auch wichtig, dass wir mit Firmen kooperieren, die hier einen Schritt voraus sind, wie eben IBM mit Watson oder eben andere Unternehmen wie auch zum Beispiel die Nasdaq Technology, die auch in diese Richtung forscht. Also wir wollen mit solchen Unternehmen ganz klar zusammenarbeiten. Wie trainieren Sie denn diese intelligenten Systeme? Sie müssen denen ja irgendwie, vermute ich mal, Beispiele vorsetzen, an denen Sie erkennen, dass ein Angriff so aussieht und nicht anders. Ja, das ist dann noch die einfache Phase, wenn man es Ihnen selber noch beibringt. Aber die nächste Phase, auf die wir ja zugehen möchten, ist, dass ein System sich selber verbessert und aus Fehlern, die begangen worden sind, eben selber lernt. Also False Positives
oder eben positive Felder, die sie nicht erkannt haben, mit einbeziehen und so ihre Algorithmik verbessern. Und es gibt ja in der Informatik heute Algorithmen, die im Self-Learning-Algorithmus besser sind und von einem Menschen nicht mehr nachvollzogen werden können, weshalb dieser Algorithmus oder das Resultat eines Algorithmus jetzt besser ist wie ein anderer Algorithmus. Also wir kommen in die Gebiete, bei denen der Computer, die künstliche Intelligenz, das kognitive Lernen eben besser ist als der Mensch selber. Oder man kann es nicht mehr nachvollziehen. Das ist ein langer Prozess und das muss man institutionalisieren in der Unternehmung. Wo stehen Sie jetzt in diesem Prozess? Also Sie haben gesagt, in dem Projekt konkret. Wir bauen das auf, das ist jetzt ein Up and Running in ungefähr 2 Monaten. Es geht ja darum, das gesamte System der SIX, die Logs zu analysieren und eben zu matchen mit dem, was an Background-Informationen, an Informationen aus dem Watson, aus den Vulnerabilities und Schwachstellen vorhanden ist. Man zieht sehr viele Informationen von befreundenden Organisationen. Melanie liefert auch regelmäßig Informationen über Vulnerability, Schwachstellen, Attacks. Und das muss man in einem sogenannten, wir nennen das dann der Datenuniversum, einem Datensee, muss das analysiert werden. Und diese Infrastruktur oder dieses Security Operation steht Ende des Jahres und das rollen wir dann auch auf den Finanzmarkt. Brauchst du noch jemanden? Braucht es den Menschen noch? Oder wir bauen Leute auf momentan, also wir stocken unser Team auf, weil ja, unbedingt, da braucht es noch sehr viel Brainware des Menschen. Vielen Dank. Ja, ich würde gerne eine ganz einfache Frage an den Herrn Neff stellen. Wozu braucht man überhaupt eine elektronische ID? Was ist die Funktion? Also ich glaube, die elektronische Identität, überhaupt eine Identität im Netz, ist die Basis für jegliche Digitalisierung, also sprich für jegliche Möglichkeiten, sich im Netz zu bewegen, gewisse Verträge abzuschließen, Steuererklärung einzureichen, Gesundheitsdaten zu managen. Das ist auf die Basis, wo die Identität schlussendlich mich definiert als Individuum. Und ich möchte hier vielleicht sagen, es gibt verschiedene Arten von Identitäten. Es gibt die Identität, die ich mit dem Pass in Verbindung bringe, wirklich vom Staat ausgestellt, das heißt auch ein Ausländerausweis. Aber im Netz gibt es ja verschiedene Arten von Levels von Identitäten. Und man kann anfangen weit unten im Commerce-Bereich. E-Commerce erreicht meistens schon eine Lieferadresse oder meinen Namen und dann bin ich identifiziert. Aber im hohen Bereich, im Steuererklärungsbereich oder eben auch Personendaten oder Zugangskontrollen, da möchte ich schon vielleicht wissen, gewisse Sachen, dass da wirklich der Mr. X oder die Dame Y in mein Gebäude reintritt oder in meinen Raum eintritt. Also das ist die Identität, die wir jetzt bereitstellen werden. Ja. Und die wird dann gleichwertig sein mit der Identität, die der Staat als in Form eines Ausweises ausgibt. Also rechtlich gesehen könnte diese elektronische ID den Identitätskarte gleichwertig ersetzen. Es ist ja so, es ist ja derzeit ein Gesetz in der Vernehmlassung und da wird sicher angestrebt, dass eine elektronische Identität gleichwertig wird, wenn sie geprüft ist, entsprechend geprüft oder herausgegeben wird von einer zertifizierten Stelle. Ob das am Schluss beim Passbüro gemacht wird oder meine, wie heute schon, können Sie zum Beispiel beim Postschalter Ihre Identität überprüfen lassen und am Schluss FINMA-konform entsprechende Unterschriften leisten. Also sprich, die Identität ist geprüft auf dem höchsten Niveau, ob das eben am Schluss da geschehen wird oder im Passbüro Einwohnerkontrolle ist noch dahingestellt. Aber die Idee ist ganz klar, es wird entsprechend dieses Niveau erreichen. Ja. Und Sie müssen dann aber vermutlich in irgendeiner Form mit den Behörden zusammenarbeiten, nehme ich an. Also die Behörden müssten Sie irgendwie zertifizieren oder wie würde das konkret aussehen? Also heute ist es so vorgesehen im Gesetz, dass die entsprechend die sogenannten IDPs, also die Identity Providers oder der Broker, der in der Mitte sitzt, dieses Systems entsprechend zertifiziert wird vom Bund. In welcher Größenordnung das noch geschehen wird, ist noch in der Vernehmlassung, wird dann in der Verordnungsstufe entsprechend spezifiziert, aber es ist so vorgesehen. Mhm. Ich denke, das Gesetz, wenn man jetzt ein bisschen im BJ folgt, also im Bundesamt für Justiz, wird das Gesetz so frühestens Ende 2019 entsprechend in Kraft treten. Und bis dahin werden wir halt die alten Zertifizierungen, die wir schon haben, auf unserer Seite so nutzen und entsprechend implementieren. Mhm. Bitte. Jetzt gibt es ja schon seit Jahren die Swiss ID. Was ist jetzt anders? Die Swiss ID hat eine beschränkte Verbreitung, würde ich mal so sagen. Was ist jetzt anders, damit die neue IDs, die man da jetzt angeht, dass die
stärkere Verbreitung finden, größere Akzeptanz finden? Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte, die entscheidend waren für die reduzierte Verbreitung, die ich mal sagen möchte. Das eine Mal, sie hat was gekostet. Also jeder User, der so eine Swiss-ID, die es seit 2010 gibt, notabene noch stark subventioniert vom Bund, die hat was gekostet für den normalen User. 60 Franken im Jahr, das ist relativ viel Geld, für was ich am Schluss mit der überhaupt machen kann. Vielleicht einmal eine Steuererklärung einreichen. Und aufgrund dessen habe ich keine User gehabt, aber auch keine Anwendungsfälle. Es hat wenig Online-Dienste gegeben, die sich über da angeschlossen haben. Man sieht zum Teil Steuererklärung einreichen in gewissen Kantonen. Gewisse Online-Jobs haben sich da am Anfang entsprechend eingesetzt für diese Swiss-ID, aber eben nach der Nutzung so runtergegangen ist, entsprechend hat man das auch wieder eingestampft und von dem her ist, denke ich, das nun ein Problem gewesen. Was machen wir anders mit der neuen Swiss-ID, die wir jetzt eben lancieren werden? Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen der Post und der SBB, also wir werden die ID oder die Identifikation herausgeben für all die Nutzer vom SwissPass, das sind 3,5 Millionen Nutzer, das ist fast die halbe Schweiz. Plus kommen noch 2 Millionen Post- und Postfinanznutzer hinzu. Mit Überlappungen werden das etwa 4 Millionen Nutzer sein, die in Zukunft zumindest mit dieser Identifikation Ende des nächsten Jahres ausgestattet sein werden. Und sie ist eben gratis. Also das sind so die beiden UNO-I-Probleme, die gelöst sind. Und wir denken, dass das wird sicher die Digitalisierung entsprechend der Schweiz auch Anschub verleihen. Wenn die Dienstleistungen gratis sind, dann ist ja, hat man gehört, auch während dem Digital Festival sehr oft, der Nutzer das Produkt. Wie sieht denn das aus mit der Swiss-ID? Der Nutzer wird nicht das Produkt. Also wir haben uns ganz klar dazu verschrieben, ich sage jetzt mal, ganz klar, die Datenhoheit ist beim Nutzer schlussendlich. Also die Vertrauensbasis, dieses Produkt, das wir einstellen werden, ist ganz klar sehr, sehr hoch. Also es wird nichts entsprechend weitergegeben. Es ist keine Marketingmaschinerie dahinter. Es ist keine Verwendung dieser Daten. Und wer bezahlt am Schluss? Das System ist schon nicht gratis. Es ist ein ganzes Ökosystem, das wir aufbauen. Aber die natürliche Person, die diese Identifikation nutzen wird, die bezahlt nichts. Wer am Schluss bezahlen wird in diesem System, ist die Relying Party oder der sogenannte Online-Dienstanwender. Sprich, das heißt, wenn Sie die Steuererklärung einreichen müssen mit Ihrer Identität und vielleicht noch unterschreiben, dann haben Sie zwei Services abgerufen aus unserem Ökosystem, also zum einen die geprüfte Identität und zum zweiten der Signing-Service. Und das kostet etwas. Sprich, die Steuerverwaltung bezahlt dann da einen X-Betrag an unser System. Und entsprechend dahin können Sie natürlich im Hintergrund die Prozesse digitalisieren und vereinfachen. Also es ist kein NGO am Schluss. Man konnte ja lesen, dass Estland mit der Blockchain experimentiert, also dass IDs per Blockchain erzeugt würden. Was halten Sie von der Idee? Wäre das eine Alternative? Oder? Es wäre eine Alternative, aber was Estland derzeit macht im Bereich Blockchain, ist nur das ganze Logon-Verfahren mal in einem Zeitstempel abzubilden. Die ganze Identifikation ist immer noch im zentralen System, auf einer selbst kreierten oder selbst programmierten Basis, wie soll ich sagen, up and running. Im Zusammenhang mit Blockchain sind wir sicher, auch wir, im Zusammenhang mit unserer Mutter Post, sind sehr stark mit der ETH verbandelt und auch da werden wir schauen, ist Blockchain, wie es Serdan gesagt hat, ist Blockchain am Schluss die Technologie, die man anwenden muss oder nicht? Das sind die Diskussionen, die wir natürlich stetig haben werden. Und deshalb haben wir auch entsprechend die Partnerschaft mit der ETH. Mhm. Herr Hinauer, so als Laie hat man dann das Gefühl, dass die Sicherheit im Internet eigentlich immer schlechter wird, dass es immer mehr große Hackerangriffe gibt, die erfolgreich sind. Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen würden? Oder wie sehen Sie die Entwicklung in den letzten Jahren? Ja, also. Ich würde jetzt nicht daraus folgern, dass es große Hackerangriffe gibt, dass die Sicherheit im Internet schlechter wird. Das ist sie schon nicht. Also ich denke, ich habe vor 15 Jahren etwa angefangen als Analytiker beim Bund Internetkriminalität und das sah schon ein bisschen schlechter aus als heutzutage. Ich glaube, das ist dem technischen Fortschritt geschuldet, aber auch dem Verständnis der verschiedenen Akteure eben zu verstehen, was bedeutet das eigentlich für mich. Allerdings, es ist so, wir haben eine stetige Entwicklung der Digitalisierung, sprich auf gut Deutsch aus unserer Sicht, es werden mehr und mehr und mehr Prozesse, die mal physisch waren oder halbphysisch waren,
irgendeinem IT, in irgendeiner IT-Komponente übergeben und digitalisiert. So. Und je mehr dieser Prozesse digitalisiert laufen, desto größer, das wurde ja bereits gesagt, wird die Angriffsfläche. Und je vernetzter das Ganze ist, desto einfacher wird es wahrscheinlich, irgendwelche Kollateralschäden auszulösen, die ja auch angesprochen wurde. Also ich glaube, WannaCry ist das schönste Beispiel. Also da, dann gibt's, und die sind dann global wahrnehmbar, von dem her. Aber es ist nicht, weil prinzipiell die Sicherheit oder die Sicherheitskultur jetzt nachgelassen hätte, sondern ich denke, da sind wir einfach wirklich auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass solche Sachen im Moment gehäuft vorkommen, weil es möglich ist, weil es machbar ist, und auf der anderen Seite eben die Sicherheitsvorkehrungen, Maßnahmen oder Sicherheitskultur selber erst daran noch ist, sich entsprechend zu entwickeln. Also, dann gibt es wieder eine Aufholjagd und dann werden wir wahrscheinlich dann das gleiche Spielchen wieder auf höherem Niveau haben. So geht es weiter. Also, das ist unsere Wahrnehmung. Aber das gesagt, wir arbeiten ja mit, Melanie ist ein Informationsaustausch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen, das ist so ein Kundenkreis, irgendwie 250 Unternehmen und Verwaltungseinheiten. Und wir haben das mal ausgerechnet, wir setzen Meldungen ab an die oder geben Informationen ab. Und als wir angefangen haben, 2005, 2006, so in dem Fall, da war es so, alle Monat eine Meldung. Und jetzt muss man sich überlegen, also das ist dann nicht einfach, ui, die haben sonst nichts zu tun. Da hat schon noch ein bisschen Arbeit vorne dran und dann auch eine Nachbearbeitung. Das sind ja Fall eher nicht 0815 Fallkomplexe, die dann angeschaut werden. Und heute haben wir es wieder angeschaut und es ist auch unabhängig davon, wie viele Kunden wir überhaupt haben, weil eine Meldung gibt es für die Energieindustrie, ob jetzt da einer drin sitzt oder 10. Wenn wir sagen, das ist eine Bedrohung für die, dann gibt es eine Meldung. So, und wie gesagt, vor 10 Jahren war das so jeden Monat mal, 24 Tage, glaube ich. Jetzt haben wir es ausgerechnet, heutzutage ist es so alle 3 Tage. So, also alle 3 Tage schätzen wir irgendeine Meldung, die kommt über sein das nationale, internationale oder was auch immer Partner als mögliche lagerrelevante oder bedrohungsrelevante Meldung ein. Und vor 10 Jahren waren es noch 24. Eben alle 24 Tage. Ich habe vielleicht auch noch eine ganz kleine Hypothese. Die kriminellen Akteure haben einen positiven Business Case. Das heißt, die können sehr gut Aufwand und Ertrag gegenüberstellen und sehen sehr gut, okay, ist es lohnenswert oder nicht. Wir sind die Verteidiger, wir haben keinen positiven Business Case, wir haben nur eine Verhinderung und das kostet. Wir müssen Gelder beantragen in Konzernen, in der Unternehmung, um diese Verhinderungskosten aufwenden zu können. Ein krimineller Akteur sitzt zu Hause im Fauteuil, im Sofa, kann über die Kreditkarte im Darknet irgendwelche Tools runterladen und hat einen positiven Business Case. Also das heißt, sales-oriented versus Head Office und verhinderungsoriented. Und ich glaube einfach, hier ist einfach die kriminelle Ader hier extrem stark. Und ich glaube eben schon, dass in den letzten 20 Jahren hier ziemlich ein Drive entstanden ist in diesem kriminellen Umfeld. Ja, also absolut. Also nur um das noch auszuführen, das stimmt schon eben. Also das ist, was die Sicherheit anbelangt, vielleicht nicht, aber das ist tatsächlich so. Also ich meine, wenn jeder, der das Gefühl hat, Kriminelle im Internet seien noch irgendwelche pubertierenden sozialkompetenzgeschwächte Nerds und die machen da einfach irgendwas. Nein, so ist es nicht. Also der kriminelle Markt, also der Untergrundmarkt, der ist, ich habe mal Volkswirtschaft studiert ursprünglich, also Verzeihung für diese Aussage, das ist so wirklich der feuchte Traum von Adam Smith. Also ich meine, da gibt es Preis und da gibt es Qualität und das ist es, da gibt es keine Regulatoren, da gibt es keine 40-Stunden-Woche, Gewerkschaften gibt es eh schon gar nicht und auch kein Arbeitsgericht. Und da geht einer und hat ein, eben genau, Business Case. Und diese Business Case, die sind, also zum Teil ist es faszinierend, wenn man sieht, wie die sich eigentlich zuerst mal den Business Case wirklich aufschreiben. Also da können noch viele Projektplaner sich ein Scheibchen abschneiden. Und
Dieser Business Case wird verfolgt und er wird dann verfolgt, wenn er eben einen Unique Selling Point hat, weil er nämlich von der Qualität stimmt und von den Kosten her so ist, dass er eben besser ist als das, was der andere auch noch versucht. Und dann wird das entsprechend arbeitsteilig und drin bleibt, wer liefert zum besten Preis. Punkt. So, und sonst gibt es noch irgendein paar andere Konkurrenten. Also diese Schraube, das ist eine Dynamik, und das ist aber eigentlich auch genau der Punkt. Das ist eine Dynamik oder eine Innovationsdynamik in diesem Markt. Da kann der reguläre Markt schon per Definition eben nicht mehr mithalten. Weil halt eben, es ist halt schon ein bisschen wie die Konzepte dort, je liberalisierter und atomistischer die Konkurrenz, desto schneller die Innovationsschraube. Und ich glaube, das bringen wir, wenn wir nicht gerade alle Gesetze abschaffen, gar nicht hin. Und das ist aber eine Ausgangslage, mit der wir uns abfinden müssen. Und da müssen wir uns eben genau überlegen, wo sind dann eben genau die Angriffspunkte. Und die Angriffspunkte sind genau das, also den positiven Business Case versuchen, so gut wie möglich zu untergraben. Unrentabel. Oder unrentabel zu machen, damit sie, so bei der Polizei heißt es, not in my backyard. Dann sollen sie halt anders hin und dann Pech gewesen. Opfer gibt es genug, aber einfach nicht bei uns. Die Gefahr bei diesen Diskussionen ist ja immer, dass man ein bisschen zwischen Euphorie und Depression schwankt. Jetzt vorher hatte ich das Gefühl, es sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Und jetzt bin ich doch nicht mehr so sicher nach Ihren Voten, sind wir denn genügend schnell unterwegs, um da irgendwo mitzuhalten oder diese Stellschrauben, die Sie sagen, diesen Stellschrauben zu drehen? Oder sind wir da sehr pragmatisch und lassen es mal auf uns zukommen? Wir sind sehr schweizerisch natürlich und sehr pragmatisch und das wird sich dann ja schon irgendwie lösen. Das geht irgendwie schon. Nein, ernsthaft, also wir müssen ein bisschen die Ebene sehen. Also wir haben, wenn wir auf die Internetkriminalität schauen, dann ist eben genau das, es braucht einen Business Case. Weil ein Internetkrimineller, das ist kein Altruist, der will Geld machen. So. Und das schränkt glücklicherweise, oder in den meisten Fällen, ein bisschen den Impact ein. Nicht, dass da nichts Schlimmes passiert oder dass da Geld verloren geht, um das geht es nicht. Aber er ist eben kriminell unterwegs, weil er will Geld machen. Und dann gibt es bestimmte Sachen, die er wahrscheinlich so nicht machen wird, weil es passt nicht in den Business Case. So, und wenn wir das anschauen, ja, da haben wir ein Geschwindigkeit, nicht ein Geschwindigkeitsproblem, aber da haben wir ein extrem florierender Markt. Und auf der anderen Seite haben wir dann jene, die halt einen, sagen wir mal, einen anderen Business Case haben, der nicht unbedingt pekuniär oder monetär gesteuert ist. Und das sind dann jene, die wahrscheinlich eher versuchen, irgendwas zu machen und dort der Impact dann auch entsprechend größer sein könnte. Und ich meine, das sind diese zwei Ebenen und ich denke, wenn wir auf diese sehr spezifischen Fälle gehen, die wurden ja auch gezeigt, also wir haben dann die berühmten Spionageangriffe oder Sabotageangriffe und so weiter, die kommen ja glücklicherweise nicht gerade täglich vor. Die sind ja auch zum Teil ein bisschen eine erhöhte Komplexität und mit denen kann man arbeiten und da sehen wir nicht so schlecht aus. Aber was die Kriminalitätsphänomene anbelangt, absolut. Dort wäre ein bisschen Beschleunigung auch der die kriminalitätsbekämpfenden Einheiten nicht schlecht. Hier haben wir in der Industrie einen großen Vorteil zu den kriminellen Akteuren. Die kriminellen Akteure, wenn sie einen guten Case haben, den scheren sie nicht. Also den wollen sie alleine durchziehen. Also sie vernetzen sich nicht in dem Maße, wie wir uns vernetzen können. Und das ist auch ein großes Ziel von unserem Security Operations Center. Wir müssen uns global, schweizerisch, mit allen vernetzen, so gut wie es geht. So schnell wie möglich agieren zu können, wenn etwas auftritt, das ist unser großer Vorteil. Und was sehen Sie, was braucht es dazu, dass das passiert? Das passiert jetzt eigentlich. Es werden Security Operations Center gebaut. Es gibt formale und informale Netzwerke über Melanie, ein ganz wichtiges Element in der Schweiz als Beispiel. Es gibt internationale Organisationen, die unsere Börsenplätze als Beispiel, wir vernetzen uns, die Banken vernetzen uns. Auch die Stromindustrie vernetzt sich über eben Informationssharing. Heute ist man noch ein bisschen vorsichtig, eben zu sagen, wir hatten einen Angriff,
Aber wenn man das in einem closed, in einem geschlossenen Environment macht, in einer geschlossenen Umgebung und beginnt sich hier auszutauschen, dann sind wir eben sehr schnell und können sehr schnell agieren und können diese Angriffe sehr schnell stoppen und die Business Cases werden schlecht. Jetzt noch ein provokativer Punkt hier und dann würde ich gerne auch noch das IoT-Thema beleuchten. Aber Sie haben vorher gesagt, Sie haben 250 wie Kunden oder Empfänger Ihrer Informationen, das sind die kritischen Infrastrukturen. Aber, ja. Was ist mit all den anderen, mit den KMUs, sind die nicht wichtig? das ist keine provokative Frage, im Gegenteil. Also ich kann Ihnen eine absolut unprovokative Antwort geben, weil diese Frage wurde mindestens schon zweimal dem Bundesrat gestellt, in Form von Postulaten, Motionen oder was auch immer. Warum gibt es denn eigentlich Melanie nicht für alle? Warum nur die kritischen Infrastrukturen? Weil eben KMU sind auch wichtig und sollte man denen nicht helfen und so weiter und so fort. Und ich meine, die Antwort des Bundesrates war klar. Nein. Punkt. Weil, oder wir haben einen gewissen Auftrag, die zu unterstützen, die dafür sorgen, dass die Geldströme funktionieren, das Licht angeht, wenn man es will und. Und für alle können wir es wahrscheinlich nicht machen, weil das skaliert dann wahrscheinlich rein budgettechnisch nicht mehr wahnsinnig gut. Und wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer von der Überlegung her, kann sich das vorstellen. Also wenn wir haben das Cyber Ghostbusters genannt. Also so, Sie haben ein Problem, wem rufen Sie an? Denen, und die kommen dann und flicken für Sie. Das ist rein von ressourcentechnisch gesehen wahrscheinlich ein bisschen schwer zu machen. Und die andere Frage ist das überhaupt Aufgabe einer Verwaltung, den PC-Doktor, also jetzt überspitzt zu sagen, für KMU und Bürger zu spielen? Also da gibt es schon auch noch eine Wirtschaft und Industrie, die eigentlich sehr gut darin ist, das zu machen und bei der Staat da wahrscheinlich nicht noch in direkte Konkurrenz sich stehen sollte. Bei den kritischen Infrastrukturen ist es was anderes. Nochmals, das ist etwas anderes. Die sind eben kritisch, weil die sind für den reibungslosen Ablauf zuständig. Also das ist so die sehr unprovokative Antwort. Vielen Dank. Ich möchte noch auf Amir. Amir, von Swisscom zurückkommen, und zwar mit dem Internet der Dinge. Ein Riesenthema in der Zeit, die uns noch bleibt. Internet der Dinge, wir haben es gehört, eben das heißt, alles wird physisch. Da sind ganz neue Angriffsvektoren möglich. Was ist da zu tun? Was ist die Rolle von Ihnen in dem Bereich? Also Angriffsvektoren ist das eine, Konsequenzen sind auch die anderen. Das ist das andere. Wir haben vorhin gehört in einem Vortrag, die Aussage, dass IT-Security verbindet man häufig mit Datensicherheit. Es geht ja schlussendlich um die Daten. Das ist natürlich bei IoT auch richtig, aber zusätzlich zu dieser physischen Ebene geht es grundsätzlich im schlimmsten Fall auch um Menschenleben. Oder wenn man die Insulinpumpe als Beispiel nimmt, oder wir haben vorhin gehört, die Pacemaker oder der Tomograph etc., dann geht es konkret dann hinten dran um Menschenleben. Oder? Einfach um dann noch das noch erwähnt zu haben. Natürlich, es gibt nicht die perfekte Lösung, IoT-Security zu betreiben. Es gibt verschiedene Anhaltspunkte. Swisscom selber hat auch nicht die magische Lösung. Wir haben zwei Theorien identifiziert, also zwei Anhaltspunkte identifiziert, in denen man sagt, okay, man kann erstens mal schauen, dass man irgendwie Druck auf die Hersteller dieser Devices herbringt und sagt, okay, es ist einfach Fakt, ein IoT-Chip kostet, je nachdem, wo man es kauft, meistens weniger als $1. Oder? Und ein Hersteller, der so kosteneffizient wie möglich sein End-Device machen will, der kümmert sich nicht unbedingt immer um Security. Das heißt, wir haben connected Devices, die auf irgendeinem System laufen, wo man nicht updaten kann, wo man nicht irgendwie ein Antivirus deployen kann oder eine Firewall. Und gleichzeitig muss man das Ganze sicher machen, das ist sehr schwierig. Das heißt, man muss dort anpacken, wo das überhaupt entsteht, dieses Problem, bei den Herstellern und sagen, Leute, wir verstehen euren Business Case, ihr müsst da noch Geld verdienen dran, aber hinterfragt doch auch ein bisschen
dieses Connected Device, was ihr gerade herstellt. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist, und da ist Swisscom glücklicherweise sehr praktisch und gut positioniert, sind eigentlich die Netzwerkprovider, also die Kommunikationsprovider, wo man sagt, okay, schlussendlich muss dieses IoT-Device über irgendetwas kommunizieren. Okay, man hat sehr viel LoRa in der letzten Zeit auch in der Schweiz recht prominent aufgehängt, in den Medien gehört, und da ist ja Swisscom natürlich auch dabei, wo LoRa-Netzwerke jetzt gerade ausrollt, immer mehr in der Schweiz. Da fängt es an, natürlich über die TCP-IP-Netzwerke selber, aber natürlich auch, die es kennen, Narrowband-IoT-Netzwerke, die auch bei uns jetzt relevant werden. Und dort ist es einfach, denke ich mal, in der Pflicht in solchen großen Provider wie der Swisscom, Security-Chancen oder Security-Implementations, also Fähigkeit zu schaffen im Netz. Das heißt, wenn man dem Device nicht vertraut, hat man zumindest gewisse Fähigkeiten im Netz schon mal zu erkennen. Ist das jetzt eine großflächige DDoS-Attacke von zig Millionen IoT-Devices, die jetzt gerade über unser Swisscom-Netz gefahren wird? Kann man das unterwinden? Wenn ja, wie soll man das unterwinden? Und da sind wir dann in verschiedenen Gruppen tätig, Arbeitsgruppen tätig, sowohl beim ersten Punkt mit IoT Security Alliances in der Industrie, wo man sagen kann, okay, wir als Swisscom, okay, in der Schweiz sind wir vielleicht groß, aber auf dem globalen Markt bzw. Security-Markt versus den Hersteller von diesen Devices sind wir recht klein. Das heißt, man muss Allianzen schaffen und dort Druck aufzubauen und zweitens mit Technologiepartnern unsere Security Capabilities in unseren Netzwerken in Richtung IoT aufzustocken. Das sind die zwei Wege, die wir fahren. Ja. Jetzt hat zum Thema Netzwerk, jetzt hat ja vor ein paar Monaten eine der größten Distributed Denial of Service Attacken über genau solche Geräte stattgefunden. Auf einen amerikanischen Blogger war das. Kommen da keine Systeme aus der Schweiz mehr zum Zug bei solchen Angriffen heute, weil ja Swisscom. Es ist aktuell unmöglich, das auszuschließen natürlich, weil die Frage war vorhin gewesen, wenn man die Firmen fragt, was für IoT-Device, also was für IoT-Device hat weißes Schwirren überhaupt bei euch rum, wisst ihr das überhaupt? Die Antwort ist meistens nein. Natürlich Asset-DBs und Datenbanken, wo man auflisten, was für Server wir haben, was für Router, was für Endgeräte bei den Kunden, das hat man natürlich, das ist klar. Aber schlussendlich kann es sein, dass irgendein Gerät, dass ein IoT-Device, was zu wenig gesichert ist oder genug gesichert, dass man ein Schlupfloch gefunden hat, auch damit mitgespielt haben könnte. Swisscom selber baut ja selber keine Geräte, also wir haben Partner, die unsere Geräte liefern nach unseren Spezifikationen. Natürlich ist es unsere Verantwortung, diese Spezifikationen auch diese IoT-Bedrohung aufzunehmen und sagen, die nächsten Router, die bekommen oder die Router, die wir jetzt haben, die müssen gewisse Sicherheitsfeatures in Hinsicht der IoT-Bedrohung mitbringen, zum Beispiel. Und wie gesagt, das ist nicht die magische Lösung, aber das ist das, was wir machen können. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema. Werden Sie mir in Zukunft verbieten, die chinesische Billigkamera bei mir zu Hause zu installieren? Oder wie üben Sie den Nein. Druck da aus? Also ich denke, dass der Druck kann man verschiedenen Orten ausführen. Man kann entweder Druck auf die Hersteller ausüben, was ich vorhin beschrieben habe, oder zumindest. Und wie? Wie werden das? Indem man sich zusammen, also Swisscom alleine ist schwierig, aber wenn man sich mit Big Playern zusammenschließt und zum Beispiel ein sehr großes IoT-Netzwerk baut und dieses auch genutzt wird von vielen Devices, also vielen Usern in der Schweiz oder global etc., dann kann man auch dahinter stehen und sagen, okay, wir sind jetzt 100 Firmen in unserer IoT Security Alliance, zusammen haben wir Gewicht. Zusammen haben wir Markt, wo wir zur Verfügung stellen und auch Solutions, wo wir dem Kunden verkaufen. Wenn ihr, lieber Hersteller, bei uns mitmachen möchtet, müsst ihr gewisse Requirements in Hinsicht Security, auch IoT Security, erfüllen. Ansonsten spielt ihr nicht bei uns mit. Das ist das ein bisschen Wunschdenken irgendwo, aber das ist ein bisschen dort, wo wir die Chancen sehen. Das zweite ist eben über unser Netzwerk.
Ja, vielen Dank für die interessante Diskussion an alle Teilnehmer. Ich glaube, wir haben jetzt wieder eine kurze Pause. Oder wollen wir gleich weiter? Okay, also dann würden wir jetzt schon zu den beiden. Also zunächst nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Und wie gesagt, wir würden dann jetzt gleich mit dem letzten Programmpunkt weitermachen mit den beiden Start-up-Firmen aus Zürich, die ihre neuen Produkte uns vorführen werden. Wir beginnen mit der Firma Future Technologies. Ich mache weiter. Ich habe es letzte Woche gesehen. Sie wollen einfach Kabel. Die Firma Future Technologies ist, wie gesagt, eine. Ah, okay. Also wir machen doch zunächst 5 Minuten Pause und dann gleich weiter mit den Präsentationen.
So, also wir kommen jetzt zum letzten Teil der Veranstaltung, zu den Präsentationen von zwei Start-up-Firmen aus Zürich, die beide Projekte oder Arbeiten aus der ETH Zürich letztlich in funktionsfähige Produkte umgesetzt haben. Die erste Firma heißt Future Technologies. Sie ist, wir haben zwei von drei Co-Gründern heute hier, nämlich Sandra Tobler und Claudio Maforio. Das Thema oder das Produkt, das sie entwickelt haben, dreht sich um eine sichere Authentifizierung, also die Benutzung von Passwörtern, die, wie man weiß, entweder sind sie bequem, aber unsicher, und wenn sie sicher und kompliziert sind, dann wird es einfach mühsam, sie zu benutzen. Und die Firma Future Technologies hat ein System entwickelt, das beides miteinander verbindet, hohe Sicherheit und einfache Benutzung. Und das werden Sie uns jetzt vorführen. Thank you, Andreas. Good afternoon, everyone. My name is Sandra Tobler. I'm a co-founder of Future, and I'm joined here by Claudio Marforio. So, as correctly said, passwords, you can't trust them. You use them every day, but they're no good. So, over 3 billion passwords have been stolen over the course of the last 9 years. We know all the cases, international ones, of tools we use on a regular basis, and also recent Swiss cases, latest we just heard a few minutes ago. Why is that? We all don't like to fiddle around with long codes. So these are the top passwords that typically users use. Very inventive, I have to say. So the problem is also that the users use these passwords for different applications because it's just unmanageable. This is where two-factor authentication comes in. So-called two-factor authentication increases the difficulty for the hacker to get access to personal data and company data. So it's basically, there is no such thing as absolute security. It's a constant game. We have heard that in the panel before. So what two-factor authentication does is it increases the barrier to access. So wherever a hacker purchases passwords online, via dark web or other platforms, he just shoots them through, and where the least resistant is, he gets access. So by diversifying with something you know, which can be a password, a contract number, or whatever, or something you have, which is the mobile phone in our case. So the problem is where two-factor authentication is not mandatory, like in banking environment or financial services, unfortunately, users don't enable it. I mean, I know it from myself. It's cumbersome, you have to initiate it, and then you have to fiddle around with codes. So where we step in is that two-factor authentication doesn't need to look like this for a user, that you have to use a debit card, fiddle around with a hardware token, keep the hardware token with you, but of course you never have it with you when you really want to do a transaction. So it's painful overall. And not only for the user. The user has a cumbersome usability, front end, for all types of applications to access them securely. But then it's also very complex from an IT architecture point of view for organizations to deal with. In addition, of course, costs for current solutions in the market are extremely high because you need to manage hardware tokens logistically and whatnot. This is exactly where Future steps in. We have a very lean product that you can easily implement into any IT architecture at a really interesting total cost of ownership, and by making the end user happy, which is our main target. So let's see how that works. So basically, this is a Future-enabled e-banking platform where you enter the credentials that you have to enter. And by clicking OK, Future, our so-called soundproof product, kicks in. OK, this was a bit fast, but that's exactly actually the point about it. So all you had to do is keeping your mobile phone with you, as long as it's in your pocket, in your bag,
it securely authenticates you as a second factor. So soundproof is based on comparing ambient noise. So we extract noise in every room, wherever you are in this specific moment, and compare them on the desktop and on the mobile phone to securely log you in. In addition, we also use ultrasound with a code of information, like an audio QR code, to make it more resilient. And the beauty of it is that you don't need to do anything. As long as you click the login, it authenticates you even throughout a user session. So while the authentication is extremely fast comparatively to other technologies, it offers a high level of security. Again, my two co-founders both come out of ETH, from the System Security Group, and we looked at all types of technologies that we feel comfortable with from a security level. At this stage, we did not decide to go into biometrics or behavioral solutions for different reasons. For the biometric technologies in the market, you need to invest a lot of money to have a good quality of sensors or hardware. For us, that's not a reasonable approach to increase user adoption in the broad way. When it comes to behavioral technologies, you need to gather training data for every individual user. So you need to collect every time training data, how the user types or how he behaves in another way. So this is very cumbersome and also prone to mistakes. What we do is easy to implement. You have an algorithm, an app-based product, and again, it is very competitive when it comes to the overall offering. While I was talking about soundproof so far, we not only offer soundproof because some organizations might be reluctant to use ambient sound. What is ambient sound? So what we have is an entire authentication portfolio where organizations can flexibly decide which product is for them, which one is most appropriate for this specific use case, or even an organization, or a transaction. So you can even define with our product for an amount of transaction one type of authentication method that is entirely invisible, which would be soundproof, or you can add security by increased interaction for a higher transaction. So we always have a cascade of fallback options. One is a proof, QR code authentication. We have so-called one-time password for the cases you don't have any network connectivity on the mobile phone. And of course, while more and more, especially financial organizations, go into mobile-only products, we also offer mobile-only authentication. We have a classical SaaS model where you only pay per active user per month. And therefore, it's very interesting also in terms of planning and budgeting. Today, we have mostly of our customers from the financial industry. They come to us because they move away from the so-called SMS code authentication, which is not considered as secure anymore by the industry, or they want to replace hardware token, which is logistically and from a usability point of view not ideal. And also, they want to increase security overall and have a compelling offering out of one hand. As what we do is basically the most common use cases is large organization with a large amount of access points to sensitive data. So classical cases would be customer portals, e-banking accesses, or transactional signing. We, however, also have customers that use us because they love the solution so much internally for their employees. And just a few more words. While we focus so much on usability, both for the end user, that's us, as well as for companies, so to make it easy to integrate, we do not compromise on security. As Sandra said, we come from the System Security Group of ETH Zurich. We use standard, strong security solution. Our protocols have been formally verified, making sure that no information leaks. And we also go through standard penetration testing for both our server components and our applications. The third pillar is that it's easy to integrate. We have a RESTful API that any company can easily integrate. And with a single call to our API, you can authenticate all your users with all the different authentication solutions that were shown before. We
come from the system security group of ETH Zurich. Soundproof was first published in 2015 in a top-tier system security conference, where the best researchers in the world try to break the solutions that are submitted, and only 15% of the projects that were submitted were accepted. And this is what sparked us to decide to commercialize this product. After publication, we received a number of media coverage, both from technical press as well as standard press internationally and in Switzerland. We joined a number of competitions, and we were supported by F10 and the Six Group last year. And to mention one, Gizmodo said, for example, that Soundproof has the potential to kill two-factor authentication codes for good. And we couldn't agree more. The team has also grown over the last year. We have a very strong team with years of experience in both business development in large corporations and startups, as well as top developers that have had experience worldwide and then come back to Switzerland to work with us. In our advisory board, we have Professor Chapkun from ETH Zurich and a senior researcher from Telefonica in Spain. So you have your chance to also address your specific questions, everyday cybersecurity questions, to Dr. Security. So we select every month the best original questions that are addressed to us in our newsletter. And wink, wink, some might recognize the face. Now we're very happy to have Dr. Claudio Marforio answering all the most pressing questions of the daily life in terms of privacy, data security, and cybersecurity. So we're very happy to be here. Thank you, ETH, for organizing the interesting exchange. If you have topics, if you want to secure the customer journey of your organizations and make the life of your end customers more happy, we're here. We're happy to talk to you. Thank you for having us. Ja, vielen Dank, Claudio und Sandra. Wir haben Zeit für ein, zwei Fragen. Das ist wirklich eine faszinierende Anwendung, finde ich. Also finde es eine sehr originelle Idee. Bedeutet das, dass man auf dem Smartphone eine App haben muss, die kontinuierlich die Umgebungsgeräusche aufnimmt, damit sie dann später, wenn es dann zum Einloggen kommt, Bescheid weiß? Nein, wir haben eine App, die benutzt wird, oder ein SDK, der in eine App integriert werden kann mit unserer Funktionalität. Und der wird nur aufgerufen beim Login-Prozess. Das heißt, es braucht weder Batterie noch wird da irgendwas aufgenommen, präemptiv. Gibt es andere Fragen? Dann nochmals vielen Dank für euren Vortrag. Danke. Okay. Und ich darf als nächsten Redner Antonio Baresi auf die Bühne bitten. Er ist CEO des ETH-Spin-Offs XorLab. Und XorLab hat einen, es nennt sich Secure Email Gateway, entwickelt. Das ist die einzige Schweizer Firma, die einen solchen Gateway entwickelt hat und verkauft hat. Und Herr Baresi wird uns erklären, wie das funktioniert. So, hi everyone. So, it's nice to be the last one on Friday evening. Yeah, so we all heard that cybersecurity is a big problem. And actually, cyber attacks, I wondered why no one brought that number. So there are different studies, and that's one of the studies from 2014, which estimates the global cost of cyber attacks to be more than $400 billion. And this was in 2014, and back then they expected that number to grow. So basically, it's not about that number, so it's a substantial number. But what was really interesting is, if you read the report, it basically says that cyber attacks are attacks on innovation. So it basically slows down the pace of global innovation, and this actually affects everyone in this room, right? We as a global society, we have to pay these costs, right? Because some people want to make money. So what do we do at XorLab? So I'm not really going to talk about the product, but more a bit about, you know, the problem that we're trying to solve. So you all know that you all use email, you all use the internet, so you get emails and attachments, you open them, you surf the web. So the problem is not everything out there is actually good, right? So you've heard you shouldn't open attachments from people you don't know. And even if you go on websites, like news websites, it could be that your system gets compromised. And the reason for that is there are a lot of things like ads that come from different systems, and no one really has control sometime of what is actually published there. So the goal for attackers from a technical point of view is always to
compromise your endpoint. And Professor Chapkun said it before. This is about integrity here, right? So this is the integrity of the system, of the software. And as soon as that is gone, attackers, they have full control over that system. And they can then activate the camera or change your data or steal data and so forth. So why do they do that? It's an interesting question, right? Why do they actually try to compromise your systems? And when you're young, like a kid, you always ask why, and you get a lot of answers. When you grow up, you actually find out there are two very good answers most of the time. Either it's ignorance and stupidity, right? Or it's money. Okay, and in that case, it's money, and it's actually very good money. So in 2015, Kaspersky revealed a cyber criminal operation that was going on for 2 years. And they basically claimed that these cyber criminals, they basically stole $1 billion from more than 100 financial institutions over 2 years. And think about that. I mean, this is maybe a 3 years project, right? So first year, you do like recruiting, you build up your infrastructure. First year, second year, after 3 years, you made $1 billion. I mean, that's a very good startup, right? We're in business since 2 years, we don't make $1 billion. But it's not just that, right? So if you look at the ransomware threat, so I'm sure everyone here, I mean, you stayed till the last talk, so you have some security affinity. You know what ransomware is. So ransomware is basically a very old business case, right? Someone compromises your system, she or he makes your data unavailable, and you have to pay to get the data back. And in 2016, it was estimated that just ransomware alone like made in revenue $1 billion. And that's actually not really the number that is of interest to us, right? Because this is what the others made. But what is more interesting is, what is the damage to us or to the company that was affected? And this is one case, a very recent case, where one company basically estimated the damage of ransomware to be like 100 million in pounds. So this was like some months ago. And that's really like the scary number. Okay, there is one message that I would like to bring across today, and I think many people already said it. And it's basically this: this is not your problem. And a lot of people still think that, you know, hackers, they are like individuals, they try to somehow do you harm, they don't have anything better to do, but that's not your problem at all, for most companies at least. So what is actually your problem is this, right? That's your problem. It's an organization, or there are many organizations who are professionally organized, they have resources, they have money, they have skills, because they make a lot of revenue, right? I mean, that's where you go. So this is your actual problem, and if you talk about that with a CIO or a CISO, so a Chief Information Security Officer, people who are actually responsible to fight against these people. It's a very tough game. So we've heard before that, of course, not everything looks as bad as it is. But this is one of the big problems. These guys, they're totally professional. So the professionalization goes on. And they make a lot of money. And you have to fight them. So what's a good IT security solution? And this is actually a very interesting question, because you might think that a lot of people already thought about it, and a lot of decision makers make the right decisions based on like rational arguments and so forth. But it's actually not that easy, okay? So we said that the attackers, they want to make money, but it's not just money. So if you do, or if you study business administration, revenue is not actually what you want to maximize. So what you want to maximize is profitability. That's much more interesting, right? So that's what in the end, what you still have after you remove the costs, expenses, and taxes. Although these guys don't pay taxes, they maybe have to pay taxes in the form of money laundering. So this is very interesting. And why do I bring that up? So attackers, they have to invest, right? So every cyber attack costs something. And what you see here, that's actually a price list of a certain component you actually need to buy to attack if you're a UBS or a Credit Suisse today. So this is actually a legal entity, a real company in France who offers, who actually buys exploits. That's how they are called. So exploits are basically the weapons you need to attack an application, a software. So it consists of the knowledge of the vulnerability and the actual component to take advantage of that vulnerability. And when you look at this, this is the Adobe PDF Reader. I'm sure you all used Adobe PDF Reader to read PDF documents. This guy will buy an Adobe PDF Reader exploit for $80,000. So I can buy it here, if you assume the black market, like the prices are like similar, and I'm probably able to compromise
most banks in Switzerland, in the US, worldwide. So this is the investment, this is the cost that I have to put in. So why am I telling you that? Well, if you talk about a good IT security solution, this is what we can influence with an IT security solution. It's the costs, right? And that's where we actually should build good solutions. So our solutions should increase the costs for the attackers. And this sounds very straightforward, but I've seen a lot of solutions out there, especially traditional solutions in our area. So we are solving the email and web-based attack problem. So it's attacks that where you actually get a malicious PDF or a Word document, or you go to a website and a vulnerability of your application gets exploited. And a lot of solutions out there, like antivirus solutions, they fail in doing that. So one problem is they basically only look for known things. So an antivirus solution will only help you when the attack was seen at one bank, and then like the round before discussed, they share all the information, right? And then you're going to see it somewhere else. But this doesn't really help you in the end if you're faced with a new attack. And attacks, attackers, they actually adapt, right? They come up with new attacks all the time. So if you look for what is bad or for what you know is bad today, this is never going to work out. Artificial intelligence, in my opinion, will not help you there. And more information sharing will not help you there at all. Okay. So let's look at, for example, a bad solution. So this is your company, and this is the revenue you make. And that's what the attacker could get by attacking you successfully. So a very bad solution would be this. You pay for security, so you implement a new filter or AV. So it costs you something, and in the end, of course, you have less profit. But this is what your effect was, right? So actually, no real increase in attacker costs. So the business case is still here, right? This is a very bad solution. And the reason why these solutions are usually bad is because attackers have also economies of scale. So I can buy that exploit, it costs me 80,000, I can use it in different attacks, right? I have shared infrastructure. Okay, so they are also, while because they're professional, they have economies of scale and they're improving and they're getting very professional at it. So they can develop and buy new attacks and they can use it many times. This is where a lot of traditional security solutions in our area actually fail. Let's look at another bad solution. Let's say you will just eliminate email and web, okay? So what will happen is basically your revenue goes down, right? Because probably you cannot process as many customers as you were able to do it before. And you have a lot of costs, right? Because you do everything on paper now, right? Pen and paper. Okay, the attacker cost will go up, but it's still a bad solution. And now let's look at a very good solution. A good solution basically is a solution, and you didn't notice the revenue increase, that enables you to make more money, that enables your business, right? Like a clever two-factor authentication solution, right? So that makes it easier to onboard people. That doesn't cost a lot, and in the end, amplifies attacker costs, right? It has to be very expensive to attack you specifically. And that's actually what we do at XOR Lab. So we are building a secure email gateway out of the mindset of the attacker. That's what we do. We're building a solution that gives the CISOs and CIOs very much for the money. So they invest a little bit, the business is not impacted based on how our solution works, but the attacker costs specifically to attack you, they go up. We do that with an appliance or a virtual appliance solution. It's basically something that you can deploy in the cloud as well, and it scans all the emails and then in the future also all the web traffic. What we focus on is basically the entire attack threats. So there is phishing, malware, but there are also zero-day exploits. These are the exploits I mentioned before, totally new unknown attack. So we developed a technology at ETH called SploitGuard that can detect unknown attacks while observing applications. So we use SploitGuard for the very sophisticated attacks, and we use ActiveGuard for the other less sophisticated attacks. And ActiveGuard basically uses data analytics, so we get a lot of data, and based on that data, we make better decisions. I'm not really going to talk about how we do that, but basically we increase attacker costs by reducing attack surface. We know very well there are certain rules for attackers, right? And we know what these rules are. So basically, if I want to have an exploit in PDF, I need JavaScript in a PDF document. There are a lot of like physical rules for attackers as well. And we use that to basically reduce attack surface. It's a full dynamic solution and it doesn't use any patterns or any definition of bad or whatsoever. If you really want to know how it works, write us or
yeah, come and talk to me later, because that takes a little bit more time to explain. So thanks. Ja, vielen Dank, Antonio, für den Vortrag. Gibt es Fragen? Können Sie verraten, wie viele Kunden Sie schon in der Schweiz gewonnen haben? Wie viele Firmen, die dieses System einsetzen? Klar, also wir sind ja eigentlich ziemlich jung. Also vor 2 Jahren haben wir gegründet. Wir haben jetzt dieses Jahr den ersten Referenzkunden, ist eine Schweizer Bank, ich kann nicht sagen wer. Mhm. Und eine weitere Bank, die Interesse hat. Also wir haben eigentlich genügend Projekte auch außerhalb der Schweiz im Moment. Und der Fokus im Moment ist mehr eigentlich Produktentwicklung. Also wir machen wirklich ein Produkt, das alles anbietet, also wirklich alle Bedrohungen adressiert, und das braucht halt ein bisschen Zeit. Aber wir haben die Konzepte sozusagen erprobt, wir haben erste Kunden, die unsere Lösung nutzen, um genau die Probleme eigentlich und die Sachen zu erkennen, die sie im Moment nicht erkennen können. Mhm. Und nächstes Jahr geht es dann darum, das Produkt fertig zu machen und dann wirklich zu skalieren. Mhm. Sie sagten im Moment, es ist ein E-Mail-Sicherheitssystem und es wird in Zukunft auch Webseiten genau, scannen, ja, die aus einer Firma aufgerufen werden. So, genau, ja, ja, ja. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wären wir jetzt am Ende der Veranstaltung. Ich möchte mich nochmal herzlich bei allen Vortragenden bedanken. Ich glaube, wir sind auch fast in der Zeit geblieben. Und es gibt jetzt für alle im Foyer ein Apéro, wo sich alle bedienen dürfen. Vielen Dank.